Look. Ja. Dann gehen wir mal direkt rein. Prost auf eine gute Sendung. Mahlzeit. Bisschen ASMR. Den von den ASMR. Fürs Intro. Ihr Lieben, es geht los. Ten for ten, ten. Ten for ten, ten. Bin ich im Richtigen? Ja. Herzlich willkommen zu Ten for ten. Ten. Die Podcast-Reihe von und mit Timo Blaschke. Das bin ich. Blaschke, 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 Blaschke. Und heute mit der Sascha. Ich begrüße euch, meine Lieben, an den Hörerinnen, an den Akustikgeräten heißt es. Und an dem Fernseher. Hallo, ihr Lieben. HörerInnen. Ja, auch außen. Alle, die dabei sind, die dürfen. Ja, ich höre das leider mal viel zu oft, dieses Thema. Will ich gar nicht. So, Sascha, hier sitzen wir jetzt wieder. Hier hat alles begonnen. Hier wird es ein Ende finden. Staffel 4. Heute Finale. So. Wie geht's dir, mein Lieberchen? Danke, gut. Ja? Ja. Schön. Hörst du dich gut? Soll ich nochmal hier ein bisschen an den Reglern schrauben? Ich höre mich gut. Das ist gut, weil dann hören dich die Leute auch, wenn du nah genug dran gehst. Ich glaube, heute wird ein bisschen albern, habe ich aber gar kein Problem mit. Weil, muss halt mal heute mal sein, genau. bei der Folge. Dr. Albern, it's my life. It's my life. Das ist gut, Stichwort Musik, da haben wir heute eine ganze Menge, glaube ich, noch am nicht schon wieder. Ja, das ist das Problem. Der eine macht was mit Fotos, dann musst du über das Thema Foto reden. Der eine macht was mit Musik, dann musst du darüber reden. Am Ende des Tages müssen wir mal reden. Lass uns doch mal über Einparken, Wandern und Einkaufen gehen erzählen. Übers Wandern? Hast wohl ein Ei am Wandern hast du, das ist vielleicht. Aber ansonsten hast du nicht so viel. Wieso denn Wandern? Das war jetzt ein Spaß. Ja, ich bin nicht der Witzige. Okay. Ich verstehe das Entschuldigung. Nicht. Entschuldigung. Ich bin nicht so einer. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin nicht so einer. Dann lass uns lieber den ernsten Themen widmen. Ja, den ernsten Themen. Sascha, ich habe folgende Überlegung gemacht. Ten for Ten gibt es jetzt seit fast 4 Jahren. Wahnsinnigerweise. Oh, das wäre knapp geworden gerade. Dann müsste das ja 4-4-4 heißen. Ja, deswegen ja Ten. Ich habe das ja schon. Sascha, du bist ja auch einer derjenigen, der öfter mal zugehört hat, sicherlich. Auch alle Folgen ja mindestens 8-mal gehört hat. Und auch schon einmal, zweimal. Wie oft wärst du? Zweimal, glaube ich, schon in der Sendung hier, ne? Zweimal. 10-mal. 10-mal. Also ich habe mich ja jedes Mal nur verkleidet. So. Wer warst du denn noch alles? Warst du Ansgar Brinkmann? Ehrenamt. 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 Ach, du hast beide gespielt. Genau. So, im Eishockeyverein. Übrigens, ganz kurz, das ist ein gutes Stichwort. Vielen Dank für die Resonanz, für die Folge. Vielen Dank dafür. Wenn wir ein bisschen das Thema Ehrenamt den Leuten näher bringen konnten, hat das auf jeden Fall eine Menge gebracht. Schöne Grüße an Jana und an Lars. Ihr habt das ganz gut gemacht. Vielen Dank. Und auch nur ganz gut. Nein, Spaß. ihr wart echt klasse. Dankeschön. Und danke, dass ihr diesen Podcast beigewohnt habt. Und deswegen begrüße ich dich nochmal ganz herzlich, lieber Sascha. Schön. Haben wir den Podcast ehrenamtlich gemacht? Das auf jeden Fall. Hier wird nicht bezahlt. Und ich werde auch nicht bezahlt. Warum eigentlich nicht? Sascha? Über Streams. Wo sind meine Tantiemen? Ja, ich höre ja nachher im Auto wieder 12-mal die Folge, dann kriegst du wieder 0,036 Cent. Ja, das wäre mal schön. Wenn das wenigstens ein bisschen monetarisiert wäre, die Nummer hier. Dann machst du irgendwas falsch. Ich habe nicht mal eine Werbung, die monetarisiert ist. Wer möchte werben? 500 Euro. Ein Werbeblock hier in meinem reichweitenträchtigen Podcast. Darfst du denn hier so einfach Werbung machen? Ich darf hier alles. Die Nummer ist doch meins. Ich kann machen, was ich will. Wir dürfen sogar hier Bier trinken. Diese Folge wird gesponsert. Nein, sag es nicht. Sag es nicht. Ich dachte, du darfst Werbung machen. Ich darf Werbung machen, aber wir wollen ja keine Werbung für Alkohol als solches machen. Ist ja kein Alkohol. Das ist richtig, das ist Bier. Das könnte ja auch Brause sein. Fast nein. Brause. Nein, wir trinken in der Tat Bier. Also zum Feier dieses Tages für 10 for 10 10. Genau. Ja, und das nur, weil eins nicht da war. Das kann man mal so sagen. So, jetzt genug der Eilerei. Ja. Also vielen Dank dafür, dass du hier bist heute, Sascha. Gerne. Dass du wieder Teil dieser Folge bist und Teil dieses Kapitels 10 for 10 bist, muss ich sagen. Ich habe auch nur zugesagt, weil Svenja sich immer so freut über die Folgen. Auch jetzt, da geht es bei ihr das Herz auf. Liebe Grüße, Svenja. Ich hoffe, du hast heute auch ganz viel Spaß mit der Folge. Das ist ein Shoutout nur für dich an dieser Stelle. So, Sascha, und zwar folgende Idee war jetzt.
Wir haben ja ein bisschen überlegt, wie gehen wir diese Folge an? Wir können natürlich jetzt auch einfach wieder 2 Stunden über den Ringlockschuppen reden und über Sven Veth und die ganzen anderen Konsorten. Mike Veth hieß er. Genau. Ja. Ich glaube, das ist dann auf Dauer auch irgendwann ermüdend und wir wollen die Leute ja auch nicht groß langweilen. Jetzt ist es ja so, dass diese 4-jährige Sendung mittlerweile ja auch die ein oder anderen Fragen aufgebracht hat. Gerade auch das Anfangskonzept, was wir hatten oder was ich hatte, war ja, dass wir sagen, 10 Fragen in 10 Minuten. Also die Fragen waren immer sehr kurz, es waren sehr oberflächliche Fragen, die hatten in der Regel nicht wirklich was mit Tiefe zu tun. Darum, ne, konnte man auch 10 Fragen in sehr kurzer Zeit machen. Jetzt ist es natürlich so, dass irgendwann gerade so nach Staffel 1 die Leute dann zu mir gesagt haben, ja Timo, das ist ja schön und gut, dass du hier die Leute so schnell durch die Folgen durchpeitscht. Ich meine, die Geschichte kennt man natürlich jetzt schon. Aber es wäre doch ganz schön, wenn du die Leute ein bisschen reden lassen würdest. Dass die eine oder andere Frage macht was auf. Jetzt nicht 5x7, das macht nicht so viel auf. aber irgendwie mal so eine Frage, die vielleicht mehr aufmacht. So. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, wir gehen einfach, vielleicht hast du ja einfach Lust darauf, wir gehen einfach ein paar Fragen aus der ersten Staffel durch und aus der zweiten und gehen einfach mal nicht chronologisch, einfach so, wie wir gerade Bock haben. Ich habe hier so ein paar ausgesucht und die gehen wir halb, das sind ja halt komplett random Fragen. Das kann lustig sein, das kann total tief sein. Und wir entscheiden einfach, worauf wir Bock haben. Und die beantworten wir dann beide oder im Wechsel? Oder das kannst du. Wie hast du dir das gedacht? Vielleicht sagst du auch, Timo, das sollst du beantworten, so als Antwort. Kann ja auch sein. Oh. Wir können ja einfach einen Ping-Pong machen und dann gucken wir einfach, was passiert. So. Am Endeffekt ist es doch so, dass das Ganze, was drumherum passiert, wieder viel spannender ist, als was innen drin passiert. So. Deswegen, Leute, nehmt es mir nicht übel, ich muss zwischendurch hier auf mein Handy oder auf mein iPad. Was soll ich drauf gucken? Ist besser? iPad. iPad, ne? Ich glaube auch, das hat nicht diesen Handycharakter. Außerdem lasse ich mich da nicht so schnell nerven. So, dann gehen wir mal rein hier. Sieht wissenschaftlicher aus. Ja, das auf jeden Fall. Ich will mal übrigens nur mal so als kleinen Insider, als ich damals angefangen habe, das war 2019, kurz nach Covid, 20, irgendwie so, da habe ich, weil ich ja gefragt worden bin, wie hast du denn damals die ersten Leute bekommen? Und zum Beispiel Daniel Boschmann auf Sat.1, wie kriegt man den einfach so? Und es war so, dass vor 4 Jahren das Thema Podcast gerade so in den ersten Metern, auf den ersten Metern war. Es gab in den USA, war natürlich schon gefühlt, jeder hatte einen, jetzt mittlerweile in Deutschland ja auch. Und da war es halt so, ich wollte unbedingt diese Staffel irgendwie mit etwas Großem beginnen und habe dann einfach mehr oder weniger, nicht random, das will ich nicht sagen, aber ich habe schon mir schon ein paar ausgesucht und habe einfach Leuten einen bestimmten Text geschrieben. Und den möchte ich gerne vorlesen. Okay. Ich hab immer geschrieben, Podcast-Anfrage, Doppelpunkt. Dann der Name. Für das Format 10x10 möchte ich dich gerne als Teilnehmer anfragen. Bei der Fragenrunde geht es um 10 Fragen, die in der Zeit um die 10 Minuten beantwortet werden sollen. Locker, spaßig, eine Prise ernst und in der Regel nicht zu privat. Dadurch wird das Gespräch nicht so schnell langweilig und man erhält eine knackige und kompakte Folge. So, das war damals, damit fing das an. Und dann habe ich natürlich, gerade für Staffel 2, konnte ich natürlich ein bisschen flexen, wenn jemand sagt, in Staffel 1 durfte ich schon unter anderem mit Daniel Boschmann, Sat.1, Gero Simone oder Ansgar Brinkmann, der weiße Brasilianer, sprechen. Es wäre toll, wenn du auch dabei wärst. Bitte guck mal auf die und die Seite. Da gibt es eine Vorschaufolge. Würde mich freuen. Tschüss, Timo. So, damit habe ich damals die Leute so ein bisschen angefragt. Gecatcht. Ja, Sascha hat natürlich bis heute nicht geantwortet. Schade, sage ich mal an der Stelle. Ja. Sascha, Kaffee oder Tee? Kaffee, ganz klar. Wenn ja, mit oder ohne Zucker? Ohne. Ohne Zucker? Ja, ich auch ohne Zucker. Aber mit Milch oder ohne Milch? Hafermilch sogar. Hafermilch. Welche ist die beste Hafermilch? Es gibt nur eine Antwort. Ja, diese graue Barista. Es ist leider so. Ja. Auch wenn die total nicht mehr so ganz gut drauf sind, sagen wir mal. Die haben Riesenprobleme. Ich meine, wir reden ja von Oatly. Schöne Grüße. Bitte schick mir mal bitte so eine ganze Tonne davon, aber bitte etwas haltbarer als nur 4 Wochen. Wir reden ja von Oatly. Ja. Und das ist auch ich habe alle durchprobiert. Auch diese ganze Erbsenseuche, Jauche und so weiter, alles probiert. Ja. Funktioniert einfach nicht. Tzatziki schmeckt alles nicht. Schmeckt nicht, ne? Nee. Flockt total aus im Kaffee. So, und dann heißt es wieder hier, er ist wieder beim Griechen drüben. Funktioniert nicht. Deswegen. Online oder offline shoppen? Mittlerweile lieber online. Aha. Weil geht schneller und man hat die Sachen am nächsten Tag da. Ja, und man kann sie am übernächsten Tag alle wieder zurückschicken. Genau. Nee, also man stellt sich halt die Frage, so gehe ich jetzt, meistens hat man ja am Wochenende dann Zeit, gehe ich an einem vollen Samstag wirklich bewusst in die Geschäfte und stelle mich irgendwo an.
So, das kann man mal machen, weil das auch mal Bock macht. Ne? Ja. Aber wenn man so Sachen so, keine Ahnung, bei mir war es jetzt viel fürs Haus. Ich habe ja dann auch keine Lust, jedes Mal, obwohl ich gerne im Baumarkt bin, aber für jeden Kleinkram loszufahren. Und dann kannst du lieber eine Sammelbestellung online machen und alles nach Hause karren. Und der Vorteil online ist, dass du viele, viele Angebote siehst, die du manchmal im Laden gar nicht entdeckst. Optisch nicht, schon nicht. Ja. Genau. Weil wer geht in Gang 7 und Gang 12 und Gang 4, wenn er Nägel braucht? Funktioniert ja nicht. Oder du studierst halt vorher sonntags Lidl und Aldi Zeitung und kreuzt dir an, was die Woche montags und donnerstags im Angebot ist. Ja, wo du wohnst, da gibt es diese Zeitung noch. Bei uns gibt es die ja nicht mehr. Ja. Da musst du dir diese App runterladen, um diese Angebote direkt aus der App zu kriegen. Und wenn du diese App runterlädst, verkaufst du deine Seele. Ja. Ja, und deine Mutter bei eBay. Alles komplett. Cool. Ja, muss mal gucken, was die App alles. Ich wollte noch bieten. Fällt mir gerade ein. Da ist aber teure. Teure Mama. Grüße. Kuss. Sascha, vervollständige doch bitte mal folgende Sätze. Wenn ich eine Flasche Wein getrunken habe, dann? Muss es schon eine gute sein, weil ich nicht so viel Wein trinke. Oh ja, schöne Antwort. Was ist dein Lieblingswein, weißt du das, aus dem Kopf? Der Rioja? Hör mal, der Der Rioja ist auch da immer so eine Dose. Ja, tut mir leid, ich habe nur einen Tetrapack, oder was? Wie hieß das? Sangria. 59 Cent Packung aus so. Dem Aldi. Schmeckt auch nur auf Malle, ist so. Nee, also... Wenn, dann Weißwein und könnte jetzt gar keine Marke sagen. Also muss irgendwie schmecken. Schmecken, ne? Nicht so viel Säure und dann einfach, Hauptsache kein Sodbrennen am nächsten Tag. Genau. So, man wird ja langsam im gesetzten Alter. Deswegen sitzen wir ja auch hier und stehen hier nicht. Ist ja so. Ja. Ich habe leider den Tusch nicht mehr auf meinen Pots, ja. Aber macht ja nichts. Sascha, ich würde sterben für. Jetzt kommt eine Essensangabe, kann auch ein Produkt sein oder eine Freizeitaktivität. Meine Familie. Ah, in der Familie, ja. Ah, schön. Ja. Ist mir zu plakativ. Ja. Ja. Was Neues. Ja, aber ich würde sonst für nichts anderes sterben. Dafür ist mein Leben viel zu kostbar. So, das ist die richtige Antwort. Also wenn mir jetzt, keine Ahnung, wenn mir jetzt einer sagt, dein Sohn hat einen Herzfehler und nur du kannst spenden, dann wäre das so ein Punkt. Okay, das wird unerwartet ernster, als ich dachte, gerade die Frage. Nein, aber das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, da würde ich wirklich für sterben, aber ansonsten für nichts. Meine Mama hat früher mal gesagt, für euch Kinder würde ich vors Auto springen. Das hat sie immer gesagt. Da habt ihr aber auch nur was von, wenn sie alles schon aufgeteilt hat. Wäre auf jeden Fall die richtigere. Wieso kriege ich nur den linken Fuß? So, zurück zum Thema. Die Nachrichten sind ... Wofür würdest du denn sterben? Ja, jetzt, ich meine, jetzt wäre natürlich ein, wenn ich jetzt, das Ding ist, ich habe, ich kann es dir echt gar nicht genau sagen, obwohl ich die Frage ja schon kenne und auch bin ganz froh, dass ich die stellen darf und nicht beantworten soll eigentlich. Im Grunde kann es eigentlich nur diese Antwort geben, diese familiäre Situation. Und wenn ich jetzt weiß, dass meine Schwester zum Beispiel, klar, da hat eigentlich jeder aus der Familie, ne? Also ich will jetzt nicht eine Person als solches rausholen, wenn eine Person ein Problem hat und man irgendwie helfen kann und das im Zweifel riskant wäre, nehmen wir es mal riskant, dann muss er nicht direkt sagen, hier entweder Ding oder Dong so, dann macht man das, glaube ich, ohne zu zögern. Oder sollte man zumindest machen, ohne zu zögern. Ja. Deswegen. Ja. Gut gespielt, deine Karte, Sascha. Gut gespielt. Die Nachrichten Obwohl sind. Obwohl dann ja auch immer die Frage ist, wenn es wirklich soweit ist, wie weit zögert man noch, ne? Oder wie leichtfertig sagt man zu, ne? Ja, und vor allem, wen sagt man dann, wer ist denn Familie? Auf einmal, dann muss man diskutieren. Weil ich bin ja auch beim DKMS eingetragen als Knochenmarkspender und da stelle ich mir auch mal die Frage, so wenn ihr, also ich meine, heutzutage geht das ja, glaube ich, schon deutlich entspannter vonstatten als früher noch. Aber da denke ich mir auch so, wenn die jetzt wirklich mal anrufen und sagen, so, wir haben da jemanden, wir brauchen deine Hilfe. Dann immer noch so. Das ist ein spannender Punkt. Bereitwillig sage, klar, ich komme vorbei. Ich habe das mal, ich bin mal vor vielen Jahren da gewesen. Wollte mich auch eintragen lassen. Ne? Das war für mich eigentlich so, als ich gehört habe, dass es das gibt in Bielefeld vor allen Dingen, wollte ich sofort hin, habe gesagt, ich will auch einer von diesen roten Bällen sein. Da gab es ja diese große Wand, wo man da, ne, wenn man ein Spender ist, schmeißt man da so einen Ball rein und dann ist gut. Und ich wollte unbedingt hin, hatte ich richtig Bock drauf. Und dann
bin ich da, habe die gefragt und habe gesagt, wie läuft das dann ab? Was ist, wenn ihr anruft? Was muss ich tun? Wie lange dauert das und so weiter? Dann haben die gesagt, ja, es gibt erstmal einen Test und dann wird geguckt. Dann wird ein Termin gemacht in der Klinik. Dann wird man Knochenmark, je nachdem, was dann da genau passiert. Und dann fährt man halt kann man mehrere Wochen ausfallen. Das ist auch nicht ganz ohne Risiko. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, Leute, jetzt kommt das natürlich gerade ein bisschen blöd, wenn ich jetzt sage, ich habe zu Hause Verpflichtungen. Und ich kann nicht mehr eben so 3 Wochen weg. Und dann hat die mich gesagt, ja, kann ich verstehen, aber sie müssen halt auch verstehen, da liegt jemand und der vielleicht ist in 3 Wochen auch nicht mehr da. Dann ist er also weg. Ne? Und dann habe ich halt so gesagt, ja, aber wie soll ich das denn machen? Weil ich kann das technisch ja nicht. Also, ja. Und dann haben wir kurz diskutiert und haben dann aber beide verstanden, dass das dann nicht das richtige Modell ist. So doof das dann ist. So, man muss dann ja auch für sich egoistisch denken, weil das kann ja auch... Du kriegst keinen Urlaub zum Leben retten. Nee, erstmal das nicht. Und die Verpflichtung bleibt ja trotzdem. Plus, du weißt ja einfach nicht, was das mit dir auch macht. Natürlich steht dann in erster Linie natürlich das Menschenleben, was du rettest. Nur die Frage ist halt, inwieweit kann man sich selber einschränken dafür? Oder würde man sich dann einschränken? Ne? Schwierig, ja. Schwieriger Fall. Ich finde das trotzdem, und das ist egal, ob ich das jetzt, also ich finde das nach wie vor toll. Und ich finde das auch wahnsinnig wichtig, dass es so etwas gibt, ja. Und toll, dass es Menschen gibt, die da noch selbstloser sind dann als ich, du wahrscheinlich dann ja auch, weil ich, wie gesagt, für mich hat das Modell als solches einfach nicht gepasst. Klingt total blöd, nur ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich hoffe, dass es keiner missversteht. Also ich bin natürlich pro Leben retten, das ist ja völlig klar, nur es bringt nichts, wenn ich jetzt hier 3, 4, 5 Wochen weg ausfalle und ich meine, ich habe einen Hund zu Hause, der kann nicht 6 Wochen irgendwo anders hin gerade, das funktioniert ja nicht. Und dann kann ich das leider nicht machen. Ist jetzt total blöd. Ist aber so. Ich muss jetzt aufhören zu reden, sonst rede ich nicht noch mehr in Rage. Sascha, kannst du singen? Und wenn ja, magst du uns mal 20 Sekunden deiner Zeit singen? Nee, ich kann überhaupt nicht singen. Lalilu? Nee. Sascha, lass mal ein Duett machen. Nee. Komm, als kleine Auflockerung. Was singen wir? Was wird beides Weihnachten? Beides Weihnachten. Ja, beides Weihnachten noch. Was haben wir? Irgendwie 100 irgendwas Tage noch. Lass uns ein kleines Lied. Wir können was von Elvis singen. Das Elvis? Ist so, Elvis. Welches Elvis? Elvis Presley. Ja, aber welches davon? Muss ich noch einen Schluck trinken? Ich bin nicht so im Elvis-Gang. Love Me Tender. Love Me Tender. Love Me Sweet. Never Let Me Go. Okay, das muss reichen. Der Bass hat ordentlich ausgepegelt. Ich glaube, die Leute, entweder haben sie jetzt abgeschaltet oder sich übergeben. Übergeben. Dann müssen wir mal kurz warten, bis sie vom Klo wiederkommen. Oder wir sind jetzt am neuen Feld für uns entdeckt. Oder Dieter ruft gleich an. Himmel. Zwei Gipsnacken. Himmel, das war mein Studio hier. Das war Miege. Das war Miege. Sascha, wie sieht denn ein klassischer Sonntag bei dir aus? Also jetzt nicht mit Umzug und so, die Nummer, das machen wir außen vor. Wir fangen mal ein bisschen... Klassischer Sonntag. Ja, ein klassischer Sonntag. Klassischer Sonntag ist 7 Uhr, kommt Sohnemann ins Bett, Papa, kuscheln. Mhm. So, dann ist nochmal so mit viel Glück bis 8 Uhr liegen bleiben. Mit ganz viel Glück Kaffee im Bettchen trinken. Mhm. Weil das ist immer so der Luxus, den ich versuche am Wochenende zu realisieren. Ja, das sehe ich dich. Dann ist meistens erstmal frühstücken. Ne? Das ist ja schon dann bei mir schon Mittag fast so. Genau. Aha. Ja, dann entweder mit den Kindern was machen, ne, oder was man so vorhat, und dann meistens den ganzen Tag irgendwie unterwegs. Also so ein klassischer Sonntag, ich hau mich den ganzen Sonntag aufs Sofa, den habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Wird vielleicht mal wieder Zeit. Ja. Wir gehen auch öfter mal in den Tierpark hier, ist ja auch mal ganz schön. Genau. Ja, pro Tierpark. Also, ja, zumindest ich finde. Familienzeit, ne? Ja, genau. Schön. Ja, Sascha, das ist doch mal, hast du mal, die Frage ist ein bisschen komisch gestellt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie damals in der ersten Staffel wirklich gestellt habe, aber ich frage sie einfach mal raus. Ich weiß nicht, wie wir die jetzt beantworten. Hast du mal wen für etwas beschuldigt, wobei du selbst schuld warst und wenn ja, was? Also du kannst ein bisschen überlegen, ich weiß, aus der Kindheit habe ich viel Mist gebaut. Und dann habe ich, ich möchte mal eine kleine Mini-Anekdote erzählen in der Zwischenzeit. Mein Cousin und ich, wir waren damals, vielleicht, wie alt ist man, 12, weiß ich nicht genau. Wir waren damals kleine Feuerteufel. Wir haben immer gern viel gezündelt und so weiter, das war immer unser Ding. Gerade Böllerei war immer ganz fein. Wenn es hieß Silvester, dann waren wir die Ersten, die
unter 18-Jährigen, die direkt erstmal so eine ganze Sporttasche voll hatten. Und dann sind wir bei meinem Cousin auf dem Hof gewesen und haben da ein bisschen rumgezündelt. Und dann haben wir uns so eine Papiertüte, wie man die so kriegt, ne, beim Einkaufen, voll mit so Tischfeuerwerk geholt. Und dann mein Cousin und ich, wir haben ein bisschen rumgewitzelt so, und dann ist mein Onkel dann vom Hof gefahren, hat irgendwelche Dinge gemacht. Dann haben wir halt rumgespielt und dann haben wir irgendwie einen von diesen komischen Kreisen, die mal so richtig Feuersprung, haben wir dann reingeworfen in diese Tüte. Und dann hat es plötzlich angefangen, einmal Puff zu machen. Und dann war diese ganze Tüte ein riesengroßer Feuerball. Und das war meines Erachtens ich, der das da reingeworfen haben könnte, wenn ich mich da so recht in meinen 12-jährigen Timo nochmal erinnere. Und dann kam plötzlich der Onkel auf den Hof. Und dann war natürlich erstmal die Frage, warum raucht der ganze, weil das war alles verqualmt, ne? Und dann kann sein, dass ich da vielleicht das auf wem anders geschoben habe, weil so viele waren an dem Tag nicht da. Kann sein, dass das vielleicht einfacher war. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Oh. Ja. Sowas. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber bestimmt mal früher irgendwas auf die Geschwister geschoben, wenn es Ärger gab, oder bestimmt mal vorgekommen. Also ist eine komische Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die damals gestellt habe. Welche Jugendsünde würdest du denn sofort wieder machen? Also ich würde sofort wieder die Kreisel in die Papiertüte werfen. Genau, da schließt sich der Kreis, ne? Ja. Genau. Boah, welche Jugendsünde? Ja. Oh, was ich auch, muss ich erzählen. Ja, machen wir, dann kann ich mal überlegen, ob ich überhaupt eine Jugendsünde begangen habe. Ich finde das Wort Jugendsünde hat was. Was sind denn Jugendsünden? Ja, das ist ja das Problem. Das kann sowas sein. Ist das erste Mal die Jugendsünde? Dann würde ich das auf jeden Fall. guter Ansatz. Der gefällt mir. Ich glaube fast, dass es sowas ist wie, dass man irgendwie mal, was weiß ich, irgendwas geklaut hat oder so. Weißt du, sowas sind wir als Jugendsünde. Würde ich jetzt so sehen. Ich selber kann aber meines Erachtens mich nicht daran erinnern, dass ich mal 5-Finger-Rabatt gemacht habe. Wüsste ich zumindest jetzt nicht. Mein Cousin und ich, wir haben halt viel zusammen gemacht, wie du gerade mitbekommen hast. Und wir haben zum Beispiel auch mal er wohnt da in Minden, mit so Feldwegen und sowas, ne, so ein bisschen. Und dann hat er eine Mofa gehabt, eine richtige klassische Mofa. Mit zum Antreten und so, mit Pedale, das volle Programm. Und natürlich auch fährt man die halt über den Feldweg ohne Helm unter 18, ist ja klar, sonst geht das ja nicht. Ne? Ist ja alles abgesperrt, ist ja nichts öffentliche Straße als solches. So, und dann sind wir da lang gefahren und das war immer ganz witzig. Und in der Nähe war so ein Jibbi und dann sind wir da hin und zack, zack, essen und so. Irgendwie Kaugummis geholt und Papiertier, diese Kaugummi-Zigaretten und so. Das war eine ganz witzige Zeit. Genau, so. Und dann haben wir, meinte er so, boah, Timo, die müssen wir irgendwie lackieren, die sehen nicht gut aus. Die war irgendwie grün. Das war, ob es eine Puch war, ich weiß es nicht, Leute, keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, dann lass uns die doch lackieren. So, dann haben wir die auseinandergebaut, wie man das so macht, ne? Schraub, schraub, alles hingelegt, einmal so auf den ganzen Boden, alles voll, ne? Nur mit Metall. Dann haben wir die natürlich nicht angeraut, wie sich das gehört, sondern einfach drüber, natürlich. So, dann haben wir die wieder zusammengebaut, nach einem Tag. Und die war noch nicht mal richtig trocken, scheißegal, einfach zusammengebaut, fertig. Beim Zusammenbauen blätterte die schon. So, wir waren damit soweit fertig und dann lagen noch so zwei Kabel rum, die wir nicht zuordnen konnten. Aber das ist ja so ein bisschen wie beim Ikea, ne? Wenn du da so einen kleinen Holzstift so übrig hast, dann hält der das Regal ja trotzdem. Ist aber auch Ikea. Gut, man muss natürlich dazu sagen, dass diese Kabel haben ja was mit der Bremse zu tun. So, dann sind wir losgefahren. Und dann sind wir so bestimmt 60, 50 hatte die schon drauf. Und dann sind wir da einfach den Feldweg runtergeballert und war richtig runtergeballert. Und dann irgendwann kam so die T-Kreuzung. Und dann sagt er so, oh. Dann macht er so richtig. Ja, und dann sind wir einmal auf den Acker und haben wirklich, ich war hinten drauf, also wir beide ohne Helm, ne? Und dann da drauf und dann richtig losgeeiert und dann hinten drauf gesessen. Und dann wirklich mit richtig, richtig viel Glück haben wir uns nur in Gänsefüßchen in den Acker gemault und sind dann nicht irgendwie, haben uns nicht richtig, weil das hätte ultramativ richtig böse wehtun können. Und danach ist das Moped leider dann, hat es das Zeitliche gesegnet. Übrigens, die Farbe ist dann während des Flugs abgeflogen. Also hat sich echt gelohnt, die Nummer, muss man echt mal sagen. Und da wolltest du jetzt sagen, das wäre eine Jugendsünde, die würdest du heute nicht mehr machen. Das wäre eine Jugendsünde, weiß ich nicht, ey, das war schon witzig. Das muss man ehrlich so sagen, das war echt lustig. Wirklich. Also nicht nachmachen zu Hause. Nein, das auf alle. Also, aber es hat ja auch kaum einer noch einen Mofa. Ja, wobei ich hatte ja eine Simson kürzlich. Aber das ist ja kein richtiges Mofa. Und beim E-Scooter geht das auch.
Ja, vor allem, da sind ja die Dwender teilweise schon echt mies frisiert, ne? Auf diesen kleinen, mit diesen Minirollen. Also ich finde das ja ganz witzig, wenn die mal mit dem runter rumzufahren, finde ich okay. So, ne? Ist ein irgendwie ganz nettes Ding. So, aber die auf 50, 60 Stundenkilometer, diese kleinen Mini ohne, und das ist zu viel, das geht nicht, Leute. Ich finde das zwar auch witzig, wenn die ein bisschen schneller fahren würden, so, aber ey, das ist mit Absicht. Die meisten, die damit so schnell fahren, haben nicht mal einen Helm auf. Wenn die dann über den Bürgersteig ballern, da kommt irgendjemand aus der Straße raus, die gucken alle nicht. Man selber wird, also man merkt das ja an sich selbst auch, man hat nun mal nur zwei Augen, meistens zumindest. So, und da kann man noch so viel gucken, das schafft man einfach nicht, ne? Also, bist du jugendsündenfrei oder was? Erzähl mir doch nichts. Erzähl mir nichts. Ja, ich habe auch gezündelt und Fahrräder kaputt gefahren und mal umgelegt, Klingelmännchen, was man so macht, und, ne? Ja, ne? Aber da ist jetzt nichts, wo ich jetzt scharf drauf wäre, das nochmal zu machen. Boah, ich müsste, das kann ich nicht erzählen, die Geschichte. Die ist eigentlich zu, das ist zu, so explizit. Aber war auf jeden Fall eine interessante Zeit damals. Gut. Okay, Sascha-chen. Thema Schule. Thema Schuhe, sorry, Schuhe. Meinst du, Klettverschlüsse kommen wieder? Und wenn ja, kennst du den Überkreuzklettverschluss? Konnten nur die coolen Kids. Kenne ich ja. Aber ich glaube, ja gut. Das Nervige bei Klettverschluss ist ja, wenn sich da so Fuseln zwischen sammeln und die nicht mehr richtig schließen. Mhm. Dann sind die drüber. Dann ist es wie der Nike-Schuh mit der weißen Sohle, der aber für, einen Stützel für hat. Für Kinderschuhe sind Klettverschlüsse super, weil du da nicht ständig diese Schleifen machen musst. Okay. Mhm. Also sind nie weg gewesen. Ja, aber für Erwachsene, ne? Ich glaube, die kommen wieder. Alles kommt wieder jetzt. Guck dir die an, die Leute. Schlaghose. Zack. Ich sagte, ja, ich würde ja eine anziehen, aber. Ja, mach doch. Ja, habe ich früher mal getragen. Timo Travolta. Ey, das war super. Die Zeit. Gehört das auch zur Jugendsünde? Ich weiß es gar nicht. Fehltritt. Ich weiß es gar nicht. Was? Sascha, welcher Song war der letzte in deiner Musikplaylist? Billie Eilish. Wie heißt das? Tears of a Feather? Auf jeden Fall mega schön, das Lied. Ja, das kenne ich. Richtig geil. Finde ich richtig schön. Mhm. Warst du vorhin in Stimmung, als du hergefahren bist? Mit dem Lied oder was? Nee, eben auf dem Weg hierhin habe ich Hotel Matze mit JP Kramer gehört. Ah ja, Kramer? JP Kramer? JP Performance, ja, wie genau. Heißt der? JP Kramer? Kramer, ja, hat doch jetzt geheiratet. War eine sehr gute Folge, kann ich jedem empfehlen. Mhm. Bist du schon in der Werbung? Genau. Du kriegst Geld dafür oder was? Ja, ich muss JP dann Bescheid sagen. Ja, genau. JP macht Werbung über 10 vor 10, genau, das habe ich ja ganz vergessen. Ja, stimmt, ja. Bescheidener Typ. Ja. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da? Ich höre momentan immer diese Apple Music Radio Show. Die ist eigentlich ganz cool. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob die das mal, oder du, ich weiß nicht, hörst du das ab und zu? Nein, nicht, ne? Apple Music, klar. Ja, aber Apple Music Radio, die Radio One Show. Also ich höre immer BBC Radio One und Apple, da höre ich immer so meine Playlist für dich erstellt. Und da ist ja dann so die Mucke drin, die man so hört. Ja, weil es gibt diese nehmen wir es mal Radio, da sucht die das ja für dich aus. Genau. Aber nicht das, was du meinst, sondern das ist wirklich moderiert auch mit so einer Tante oder so einem Typ, der da mal einen erzählt so. Und Problem ist halt, da läuft, das ist halt for free. Das kannst du auch hören, wenn du nicht ein Abonnent bist. Bedeutet also, die müssen die ganzen, ich nenne es mal expliziten Songs, also mit irgendwelchen Schimpfwörtern, müssen die piepen oder müssen sie komplett rausnehmen. Das heißt, du hörst dann irgendwie, yo, leg mal, jemals, der mal, leg mal. Weißt du, so geht das die ganze Zeit. Ganz furchtbar. Du kommst, wenn du in Eminem spielen, denkst du, du hast nur Aussetzer. Weil du hast drei Sekunden Text, kommt wieder ein kurzer Cut. Und die hören wirklich auf mit der Musik, ne? Das ist wie ein Cut. Also du willst mir damit sagen, du bist kein Abo-Member. Doch, ich bin Abo-Member. Na also. Nur ich meine, aber ich höre es trotzdem darüber, weil ich halt momentan gar keinen Bock habe, mir was extra auszusuchen, sondern ich bin etwas gemüde von dieser Aussucherei. Weil wir unsere gemeinsame Playlist erschaffen, die müssen wir besser pflegen. Es ist so. Ich mein's wohl. Na, ich habe auch was schon reingemacht und ja, du auch. Wie aber viele Lieder? Ich habe 6, glaube ich, reingemacht. Okay. Und du hast, glaube ich, 3 oder so. Schaue. Ja, bis wir mal wieder ein bisschen. Lad einfach das neue Fred Again-Album da rein, dann haben wir. Das habe ich schon. Das habe ich mir schon angehört. Ist gut. Ist gut. Ich mag 10 mag ich in der Tat. Lustigerweise. Sascha, wir sind zwar bei 10 for 10, ne? Ja. Definiere Glück in, jetzt eigentlich bei 10 for 10 müsste man sagen, in 10 Wörtern, aber 5 reichen. Zufriedenheit, Gesundheit, Erfolg, Leidenschaft, Selbstverwirklichung. Okay. Das
Reihenfolge ist erstmal egal. Also das ist egal, ne? Das, darum geht es ja nicht, weil das kannst du ja, eigentlich muss man die ja übereinander schreiben und von oben drauf gucken, damit man weiß, dass es ja alles gleich geltend ist. Ja, was ist mit Freiheit? Ist das auch ein Thema? Ich meine, im Grunde ist das ja alles Freiheit, was du gesagt hast. Selbstverwirklichung ist ja auch ein Stück weit eine Freiheit, das zu machen, ne? Ich sitze jetzt nicht gerade im Knast, also von daher bin ich ja frei. Dann brauche ich mir das nicht extra wünschen. Ja, aber das ist ja, kann ja trotzdem ein Teil deines Glücks sein. Deine Glücksdefinition, das meine ich damit. Nee, ich wäre lieber im Knast. Also. Gut, da ist auf jeden Fall, wir essen zeitig dort. Genau, wenn die Kinder dann schön so an der Mauer singen, so. Ja, Papa, noch fünfmal singen, ganz genau. Ja, würde ich auch, glaube ich, das ist gut so, ja. Ich würde mir dann auch eine Träne unter das Auge machen. Aber du weißt, wann du die kriegst. Nee. Wenn du ein... So, echt? Mhm. So ein 1%-Member? Weniger als 1%, aber ja. Wenn du einen angelogen hast? Ja, ich wusste nicht, wie ich das ich wusste nicht, dass das das internationale Zeichen für Mord ist. Das ist das internationale Zeichen für Mord hier. Ich dachte so hier. Nee, das ist so. Leute, für die Hörer, ich zeige meine Finger über Kreuz, wie bei diesem Schwören, wo man dann sagt, ich habe die Augen und dann so nach vorne. Zack. Hier, das ist das neue Zeichen. Wir machen gleich ein Foto damit. Das machen wir damit. Ja, okay. Überleg mal, das ist jetzt irgendein Gang-Ding und dann übermorgen klingeln hier die Rocker bei uns. Ja, hier Ost, hier Bragwede, Milse, Heide. Ja, auf echt. Pumpen. Sascha. Ja. Welches Highlight in den letzten 14 Tagen ist erwähnungsbedürftig? Ich weiß, du würdest dieses Jahr natürlich jetzt hier erwähnen, ist klar. Das ist natürlich das Highlight, was über allem steht. Aber wir müssen davon Abstand nehmen, so schwer es für dich ist. Ja, dann wüsste ich jetzt aktuell nichts mehr. Ja, okay. Highlight der letzten 14 Tage. Boah, das ist so schwer, weil ich jeden Tag Highlights habe. Also, ich bin ja ein glücksgeschüttelter Mensch. Ja, geschüttelter vor allen Dingen. Ja, Highlight war zum Beispiel, als meine Klangschale angekommen ist. Ah, oh, was ist das? Meine Handpan. Du meinst hier dein UFO, was genau, du mitgebracht hast? Genau, mein UFO, ja. Das war zum Beispiel ein Highlight, weil ich mir die schon lange gewünscht habe und mir diesen Wunsch jetzt erfüllt habe. Wahrscheinlich. Ich weiß ja mittlerweile, was dieses UFO ist. Vielleicht musst du den Leuten mal erklären, was das kann und was es ist, damit die Leute verstehen, was dieser ältere wirre Mann da redet. Genau, also liebe Kinder, nein, erzähl mal, Sascha. Da haben wir immer einen Topf genommen und haben da drauf rumgekloppt. Ach, das Spiel kenne ich von früher. Topfschlagen hieß das. Ja, also machst du ja wahrscheinlich auch ein Bild von, ne? Was, wovon? Von der Handpanne brauche ich soll da ein Bild von machen? Also ja. Ich mache mir da ein Bild von. Ach, meinst du für die anderen, meinst du? Genau. Ja, okay, also es ist eine, können wir hinkriegen, ja. Es ist ein Resonanzkörper, der aus Edelstahl ist, der so geschwungen und geschmiedet ist, dass du, wie ich jetzt in meinem Modell, ich habe halt eine D-Curt, nennt sich das. Also, ich erkläre das mal für Leute. Nein, das ist ja eine bestimmte Tonabfolge. Ja. Also, wenn man sich eine Handpan holt, dann guckt man einmal, wie viele Töne habe ich. Ich habe jetzt 9, du kannst aber auch 11, 13, ich glaube sogar 15 und aufwärts gibt es noch mehr. Mhm. Dann kannst du dir überlegen, was will ich für einen Frequenzbereich. Ich habe jetzt 444 Hertz genommen. Das ist ja, hast du ja eben gehört, das ist ja so ein tiefenentspannter Ton. Du kannst aber natürlich auch höher, es gibt auch 1111. Das sind dann diese hohen Töne. Mhm. Aber ich habe halt für mich persönlich gesagt, für mich liegt diese Entspannungsmusik eher im unteren Bereich. Ja. Und da kannst du dann halt durch verschiedene Schlagtechniken, kannst du dann halt verschiedene Tonabfolgen dann spielen. Und ja, es ist einfach ein sehr harmonisches, ruhiges Instrument, wo du halt auch viel Meditationsmusik mitmachen kannst. Und ja, ich will mich da halt so ein bisschen breiter mit aufstellen. Das ist gut. Mhm. Ich möchte am liebsten jetzt irgendeinen Witz machen. Ja, mach doch. Nein, weil im Grunde, das ist halt, aber einfach nur so, aber ich finde halt, wir haben ja vorhin einmal so ein bisschen sagt man klimpern, gespielt, wie sagt man das dann? Weil geschlagen, wir haben das Ding geschmiedet. Weil ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie so zwei Salatschalen, die etwas ovaler übereinander liegen, also so quasi Öffnung an Öffnung. Und da sind halt so Furchen drin und diese Furchen, die kann man halt anschlagen, glaube ich, würde man es erstmal sagen. Und dann hat man halt ganz coole, sehr ruhige, mit meditative Töne. Ja, und das ist super. Also ich habe das ja vorhin probiert, ich krieg's halt nicht gut hin. Ich meine, das war jetzt irgendwie 10 Minuten oder so, die wir probiert hatten. Als du es gekriegt hast, hatte 2 Stunden später mir den ersten Linkin-Park-Song geschickt. Da dachte ich so, okay, alles klar, in the end und dann Abfahrt, ne? So, also ja. Das ist schon echt beeindruckend. Aber
da siehst du halt, wenn jemand etwas musikalischer ist, dann macht er das halt so, ne? Und dafür kannst du, wenn ich dir eine Kamera in die Hand drücke, fotografierst du halt nur dich selber, weil du die vergisst, die umzudrehen. Und nee, das kriege ich schon hin. Guckst halt das falsche Objektiv dann, ne? Ich kann schon ein Selfie von dir machen. Mm. Genau. So, aber, nee, cool. Ey, das ist in der Tat, na, du weißt ja, das ist, ein, ist eine gute Sache. Freue ich mich drüber, bald von mehr zu hören, würde ich mal sagen. Vielleicht kommen wir gleich nochmal zu dem Thema nochmal, in anderer Stelle. Ja, gerne. Ne? Vielleicht passt das ja nochmal gleich nochmal rein. Dann sag doch mal, wenn dein Leben ein Kinofilm wäre, wer wäre oder beziehungsweise welcher Schauspieler würde dich spielen und wie könnte dieser Film heißen? Das ist ein bisschen tricky, die Frage. Aktuell klingt alles gerade so ein bisschen nach Matrix. Wenn man so sich die Welt beobachtet. Also da Denzel Washington ja mein Lieblingsspieler, Schauspieler ist, wäre das schon toll, wenn der mich spielen würde, weil wir ja auch unheimlich viel Ähnlichkeit haben. Ja. Ich muss mir alle Witze, die jetzt kommen, muss ich mir verkneifen. Ja. Ansonsten hätte ich gesagt hier, wie heißt der Deadpool-Schauspieler? Deadpool von Deadpool, Ryan Reynolds. Den finde ich sehr smart und lustig. Ja, der könnte mich dann spielen und das könnte sogar gut hinhauen, ne? Von der Dings her. Ja, und dann irgendwie lustiger, smarter Film mit ein bisschen Tiefe. Ich glaube, das Leben des Sascha B. Punkt. Wir Kinder vom wir Kinder vom Bahnhof links oder was? Bad Oeynhausen. Von Bad Oeynhausen am Bahnhof zu. Genau. Ja, ich glaube. Aber auf jeden Fall nicht so ein Ekel-DJ-Film wie mit Zac Efron. Das geht nicht. Nee. Also so eine Verfilmung will ich nicht. Nee, willst du nicht? Nee, ich will dann schon ein bisschen mit Tiefen. Epischer. Wie so ein, du bist, glaube ich, eher der Rotwein, ne? Nee. Na klar, bist du doch. Ich mag doch keinen Rotwein. Das geht doch nicht darum, es geht ja um das Gediegene. Ach so. Du bist ja eher der Rotwein, während der Ibiza-Film eher so der Aperol Spritz ist. So nämlich. Ich will jetzt nichts gegen Aperol Spritz sagen. Nee, darfst du auch nicht, das trinken viele sehr gerne. Ja, deswegen, weißt du eigentlich, wie die Fingergeste ist, wenn Leute nach dem Aperol Spritz rufen? Nee. Kennst du das in der Werbung, wo die immer sagen? So machen die immer. Das ist schon. Ich sag da lieber nichts. Ich nämlich auch nicht. Ich denke mir nämlich auch so, Leute, ihr wisst, was ihr da macht. Ja. Alt genug, so vom Ding her. Ja. Und dein Film? Ja, auf jeden Fall wird es eine Komödie. Ich vermute mit Adam Sandler. Weil der hat auch immer hinten so ein, nach hinten rum so ein bisschen Drama drin. Ne? Wenn du so die Blood Diamond oder so anguckst, heißt das da? Ne, Blue Diamond heißt da. Wo da, das ist halt, also da ist immer so ein bisschen Drama mit drin. Und ja, ich glaube, gar nicht gesehen. Der guckt dir mal an, der kommt überraschend gut. Der ist so ein bisschen tricky auch. Ich kann natürlich jetzt nichts drüber erzählen, weil der ist halt echt eine gute, eine harte Wandlung. Deswegen kann ich nicht so viel erzählen. Aber Netflix, meine ich, wäre das kleine Werbung. Sowas in der Art, denke ich mal, in einem Center-Film. So ein Happy Gilmore-Mofa da. Und dann, hast du eigentlich gewusst, dass der... Aber mein Leben gibt es garantiert auch in drei Teilen, weil ich habe ja auch verschiedene Szenarien. Also es ist nicht ein 90-Minuten-Kurzfilm von Brainpool, hier mit Til Schweiger, hier Dings, sondern da wird auch noch mal einer nachgelegt. Kein Ohr, Timo. Eher dann so Dreibein. Nein, das war was anderes. Dreibein-Timo. Genau. Hast du gewusst, dass der Sound von Netflix am Anfang dieses... Das ist von House of Cards, wo der auf den Tisch haut. Haben die den Sound von genommen. Der echte Sound? Ja. Warte mal, das habe ich doch schon mal bei, ist das bei Fantastisch oder so mal gewesen? Weiß ich nicht, ich habe es gestern gelesen. Ah, hast du dich vorbereitet hier für die Nummer? Ja, natürlich, unnützes Wissen. Ey Leute, das ist, also in diesem, der ist immer Profi, ne? Der liefert immer ab hier, der Mann, das ist unglaublich. Ja geil, guck mal, wieder was gelernt. Also, nee, halten wir fest, du bist Brainpool Teil 3. Du bist Deadpool Teil 3. Brainpool. aber bitte ohne die Hackfresse. Mhm. Genau, ich bin Brainpool mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Und Ryan Reynolds spielt die Ehefrau. Die Ehefrau. Da sehe ich mich doch. Da siehst du dich, genau. Ich sehe dich auch. Du siehst dich eher dann bei Zac Efron als Plattenspieler. Ja. Ja. Und Emrata. Hier, Emilia Ratajkowski. Ja, die kann auch noch mitspielen. Aber was ist sie denn? Ist sie die Haushälterin oder deine Tochter? Das ist die Frage. Für mich hier ganz viele. Kommt drauf an, wie viel Ärger ich kriege, sonst wärst du die Haushälterin. Nee, ich würde sagen, sie kümmert sich darum, dass bei der Sauna den Aufguss gemacht wird. Ja. Ne, da haben wir es doch. Das Casting können wir schon mal machen. So, direkt schon mal ans Film ran, sage ich mal.
Sascha, jetzt habe ich mal eine Frage, die ist ein bisschen, die ist auch genauso tricky, aber eigentlich sollte die auch ganz einfach und schnell beantwortet werden. Jetzt, ich weiß allerdings nicht, ich weiß selber nicht, wie ich sie beantworten würde. Wenn du eine geliebte Sache abgeben müsstest, um eine andere geliebte Sache wiederzubekommen, welche wäre das? Und würdest du dich auch mit dem Pakt mit dem Teufel einlassen? Das heißt, es könnte der Teufel kommen und sagen, pass auf, Saschachen, ich habe hier was für dich. Er weiß in deiner tiefsten Seele, wonach du dich sehnst. Dafür müsstest du aber, ja, die ist ja deine, da ist ja deine Sauna-Aufgusstante. Die können wir also nicht nehmen. Spaß. Und dann sagt er hier, machen, aber dafür musst du was anderes opfern. Zack. Also in deinem Fall, also ich könnte die Frage für dich beantworten, das wäre einfacher. Du würdest dein iPhone 15 abgeben und dafür ein 16er kriegen. So einfach geht das. So einfach geht das. Bei mir wäre es wahrscheinlich auch so. Ich würde dann die... Also es wäre irgendwas Materielles schon? Ja, also Frau und Kinder würde ich jetzt nicht austauschen. Das ist richtig. Ja, blöde Frage eigentlich, ja. Ja, aber kann ja sein, dass man irgendwie sowas wie so ein... Zum Beispiel gibt es ja immer Leute, die haben ein geliebtes Kuscheltier, wo sie dann sagen, okay, den möchte ich auf gar keinen Fall loswerden. Und dann kommt einer und sagt, ich gebe dir, weiß ich nicht, ein neues Auto. Dafür gibst du dein Kuscheltier ab. Zack. Also ist ein bisschen materialistisch eigentlich, aber ja. Ich glaube, damals habe ich die Frage so mit Absicht so offen gestellt, in der Hoffnung, dass jemand sagt irgendwie, das ist so eine Art, das ist, eigentlich ist das ja auch eine Frage, die ganz kurz beantwortet werden soll, die überhaupt nicht in dieses Kurzthema passt, weil normalerweise könntest du eine ganze Folge nur über diese eine Frage machen, weil die ja super viel reingeht. Also können sie richtig deep gehen und sagen, warum, also man ist ja glücklich und hält ja an nichts Materiellem fest. Also könnte ja. Man ja leicht einfach alles abgeben und austauschen. Ja, zumal auch noch die Sache ist ja die, egal was du hattest, hast etc., alles was du halt mal in der Vergangenheit hattest, kanntest, machtest, solltest, wie auch immer, hat ja alles Einfluss auf das, was du, wie du heute bist. Und wenn du das wieder bekämst oder auch nicht wieder bekommst, ich meine, mal ganz profanes Beispiel, jetzt machen wir die Frage doch weiter auf, aber egal, mal ganz profanes Beispiel, ich hoffe, da haben wir nicht schon mal drüber geredet, wenn doch, verzeiht's mir, wir nehmen einen Gegenstand, nehmen wir mal ein Computerspiel von früher, wo man gesagt hat, boah, wie geil. Weißt du noch, damals haben wir irgendwie, weiß ich nicht, Tomb Raider 1 gespielt. Ne, mit diesen viereckigen auf dem 386er. Und da war man total... Ist das Tomb oder Tomb? Tomb, Tomb, Tomb Raider, Tomb Raider. Tomb, Tomb. Tomb. Tomb? Tomb? Weiß ich nicht, du bist der Akustiker unter uns. Also nehmen wir mal Tomb Raider. Und man hat das gespielt. Und fand das total geil. So, das heißt, man, nein, noch anders, ich weiß nicht. Aber warum fandst du es geil? Weil die, das hier, ist jetzt aber sowas von. Angelina Jolie eckig dargestellt haben. Naja, damals war Tomb Raider ja noch als Tomb Raider, ja, bevor die Angelina Jolie daran gedingst gekarrt wurde. Nehmen wir mal Tony Hawk, Pro Skater. Nicht, dass Alice Schwarzer gleich wieder anruft und sich beschwert. Ja. Das, ja. Dass wir Angelina Jolie dich gegendert haben. Ja. Das wird auch schwer. Kommt die Sonne übrigens? Warte, passt das? Ja, passt vom Licht her. Gut. Also, Tony Hawk. Mhm. So. Das Spiel damals war für mich so, okay, Tony Hawk Pro Skater 2. Man kam nach Hause, irgendwie hatte sein E-Spec um, jetzt kommt wieder so ein 90er-Vibe-Dings, man hatte sein E-Spec um, kam nach Hause, schmiss die Sachen in die Ecke. Der Tee ist gerade ausgelaufen, weil die zum 80. Mal wieder in den Rucksack ausgelaufen ist. Man legt die Sachen zum Trocknen hin, isst noch schnell was, nachdem man Andreas Türk geguckt hat oder Arabella auf Pro7. Läuft man anschließend an seinen Laptop oder an seinen Rechner, schmeißt den an und spielt 4 Stunden lang. Hast du mal Tee mit zur Schule genommen? Ich hab viel Tee getrunken, ja. Namaste, daher kam das. Ich hieß auch früher immer... Temo. Nee, das ist ja hier diese Gratis-Plattform, ich meine gesagt, diese Alibaba-Moma da. Nee, ich hieß früher Timo-Tee. Jetzt werde ich bestimmt von irgendwem auch mal so genannt. Ja. Ist auch soweit okay. Timothy. Aber Timo-Tee wurde ich früher von meiner Family mal gern genannt. Süß. So. Ja, und auf jeden Fall kommst nach Hause, feierst das Spiel, weißt du, die Melodie, das Drumherum, du hast halt nichts, was dich ablenkt, deswegen anmachen, kein Internet, nichts und los geht's. 4, 5, 6 Stunden, abends bist du fertig, denkst, du bist der Pro-Skater, baust dir dann selber ein Skateboard und fährst damit gegen eine Wand und reißt dir damit dein Knie auf. So. Und das Spiel gibt es jetzt auch auf PlayStation 5 schon seit einigen Jahren. Und wenn man das dann spielt, spielst du das 20 Minuten und bist hart gelangweilt. Mhm. Das ist das Problem. Das hat nicht mehr den Vibe. Genau, das meine ich nämlich. Das heißt, manchmal sind Dinge abgeschlossen, obwohl sie geil sind,
damals und man hat sie im Kopf so und würde sagen, boah, wie, was für, ist das toll, BlackBerry, ich habe ja da eins hängen, das 9900, das ist immer noch mein absolutes Top-Phone und wenn ich könnte, würde ich nochmal gerne in die Zeit zurückreisen und das nochmal 2 Jahre benutzen. Ich bringe dir mal einen Lötkolben mit. Nee, das habe ich ja mit 80 auseinandergebaut. Kannst du wieder zusammenbauen. Das kriegst du so, das kannst du jetzt nicht mehr. Ich habe ein paar Sachen abgerissen, leider. Ja, fein. Aber wenn du jetzt überlegst, das Telefon ist mit Abstand, und das meine, ich meine, iPhone schön oder hin oder her, ne? Aber mit dem Telefon habe ich meine ersten 2 Jahre in der Selbstständigkeit gemacht. Das heißt, das wird für immer über allem stehen. Damit habe ich so alles abgearbeitet. Ich weiß auch nicht, warum das genau mit dem Telefon war, aber es war halt durch Zufall und dann kam noch die Serie Entourage dazu, da wurde der Ari Gold, der, die Leute, die es kennen, die freuen sich vielleicht, dass man es mal auch mal erwähnt, weil die Serie ist auch super toll. Da war er hat das auch, dieses Telefon, das hat sowas für mich, das steht was für Business, für bababab, so, weißt du? So. Das war damals für 400 Euro, ne, gekauft. Also das Telefon, ne, ohne irgendwie Vertrag und sowas. So gehst du mit Wert um. So, ja. Dann hat jetzt für 5... Legt und an der Wand gehangen. Kannst du für 25 Euro bei eBay kaufen, das Ding jetzt. Weil das Ding funktioniert als solches nicht mehr. Es gibt kaum noch Verbindung dazu. BlackBerry-Server sind abgestellt. Der Marktanteil von BlackBerry, der war mal, boah, lass mich lügen, bei über 70%, 80%. Dann haben die irgendwann, als iPhone kam, haben die gesagt, ey, sollen die mal machen. Wir brauchen eine Tastatur, die Leute wollen Tastatur. Haben sie leider verschwitzt. Dann kam das Z10 damals, da war iPhone aber schon auf 2, 3. Also iPhone 2, iPhone 3, da brauchte das schon keiner mehr. Und dann haben die leider immer mehr aufgehört. Jetzt haben die einen Marktanteil von unter 5.000 auf der Welt. So, die Aktie liegt bei 6 Euro oder 5 Euro oder sowas. Die waren mal über irgendwie 80, 90. Das Ding ist durch. Die machen ja keine Geräte mehr als solches, sondern nur noch Softwarelösungen, die auch noch super sind. Also die Security im Computerbereich, tipptopp. Nur, das ist auch so ein Ding. Wenn ich das jetzt hätte, und ich hatte es ja, wie gesagt, ich habe es ja noch drüben noch ein anderes liegen, wenn du das mal wieder anmachst, hast du für so 10 Minuten den Vibe und denkst, oh geil, hör mal das, die Melodie, der Anruf und so weiter. Du könntest das Dampfhoch benutzen, kannst du SMS mitschreiben. Das Roller Razer. So, aber die Zeit, also dieses Gefühl dahinter, das kriegst du nirgendwo mal wieder und deswegen bringt es nichts, das wiederzukriegen, weil du damit dir deine tolle Erinnerung damit überschreibst mit was Neuem, ist wie einen alten Film zu gucken, furchtbar. So, dann lieber, gut, Kevin Allein zu Hause ist jetzt ein Oldie, so ein richtiger Klassiker, aber es gibt einfach Filme, die sollte man nicht einfach gucken nochmal. Ja. Der Film des Amen. Lebens. Amen. Amen, Bruder. So, Sascha, folgendes. Vervollständige folgende Sätze. Wenn ich heute nicht mehr, dann... Gelungen. Ich habe auch... Oh. Oder jetzt habe ich mir jetzt aber auch jetzt nicht, aber, ja. Hab ich mir auch nicht ins Auge gespritzt. Ich habe auch eine Klangschale in der Hand. Deswegen. Wenn ich heute nicht mehr nach Hause komme, dann gibt es Ärger. Das ist korrekt. Neben der Musik bin ich unheimlicher Fan von. Ja, 10 vor 10, sag's ruhig, ist kein Problem. Nehme ich hin. Danke. Ja, vielen genau. Dank. War auch so meine erste Idee jetzt. Ja, wolltest du nicht sagen, ne? Genau. Weil ich so nah dran bin. Fahrradfahren. Fahrradfahren, stimmt. Das ist momentan echt bei dir ganz oben, ne? Ja, schon lange. Schön wäre gewesen, wenn du sagen würdest, du würdest ein bisschen, würdest dich auch um deine Arbeit kümmern und so und deine Freunde, aber Fahrradfahren ist auch okay. Nehmen du hast wir. Da von schönen Sachen geredet, oder? Das ist richtig. Wie die Sonne, die mir jetzt richtig ins Gesicht peitscht gerade. Aber es macht nichts, Leute. Genau. Ich bin hier der Sonnenkönig. Also meine zweite Leidenschaft. Ludwig, der? Warte mal, das ist irgendwas mit Le Soleil oder so? Le Cirque du Soleil? Das ist doch hier der Zirkel vom... Ludwig der 16., 14., klingelt da was? La Cators. Schloss von Versailles. Versailles, Frankreich. Ja. Le Paris. Ja, Genre Tetrieu. Der Sonnenkönig, aber da warst du mit Cirque du Soleil. Farbe weiß ich nicht mehr und da wusste ich, Englisch kann ich immer gut gebrauchen. Genau. Ja. Ja, Geschichte war nicht so meins. Ich hatte das ja in der Folge, als wir hier saßen, mal erzählt mit meinem Geschichtslehrer. Seitdem. Stimmt, du denkst ja immer noch, dass... Bürgermeister im Osten oh, war. Das böse H-Wort ist gefallen. Piep. Ich glaube, heutzutage kann man, kann man nachpiepen? Heutzutage kannst du lieber Huren sagen als Hitler mittlerweile. Jetzt muss ich beides piepsen. Die Leute hören nur. Ja, aber ist ja beides, hat ja beides keinen was? Keinen Wert mehr. So, das ist ja so. Ja, es ist Wahnsinn, ne? Das hauen die ja alles so raus. Furchtbar. Ja. Da ist Dummkopf ein viel geileres Wort. Ja. Weil das ist so richtig. Du so, blöd. Du blöd, ja. Boah, jetzt muss ich aber hier mal kurz jetzt gucken. Jetzt kommt gleich die Brille. Ja, da bin ich aber auch weit von weg. Oh ja, das ist da. Ich will sie nicht politisch beantwortet haben, Sascha, ne? Die Frage, die jetzt kommt.
Wenn du für einen Tag das Geschlecht wechseln würdest, was würdest du tun? Keine Politik, bitte. Wir lassen Politik raus. Wir fangen jetzt hier nicht mit an mit Einbürgern und solche Nummern. Das machen wir nicht. Lassen wir raus. Ich glaube, ich würde es mir im Schlafzimmer bequem machen und mich einsperren. Ich glaube, ich würde erstmal einen Spiegel holen, glaube ich. Ja, und erstmal. Ja, mal gucken, was so passiert. Ja, ne? Genau. Ja, mal gucken, schön eine Klangschale auflegen. Selbstfindungsphase. Natürlich. Ne? Ja, ich glaube, jetzt kommt die diplomatische Antwort. Ich würde einfach schauen, was mir gefällt, damit man in Zukunft weiß, was den Frauen gefällt. Ja, sag ich, das meine ich ja damit. Ach so, das meintest du damit, natürlich, selbstverständlich. Ich hoffe, meine Schwester hört nie diesen Podcast. Die würde das, glaube ich, nicht so cool finden, wenn ich darüber rede. Das war auch nicht. Also hast du jemals einem oder einer deine falsche Nummer, also eine falsche Nummer gegeben? Nee. Nein? Das kam viel zu schnell jetzt. Hab ich auch noch nie. Also dafür war ich immer zu ehrlich. So. Hast du gesagt, ich gebe dir jetzt die falsche Nummer. Bam! So, also ich wüsste auch nicht, wo. Also du bist ja jemandem, warst ja nie umtriebig. Ja, stimmt, ich jemandem, dem ich meine Nummer gebe, dem möchte ich ja meine Nummer geben. Ja, also ich habe ja keinen, wo ich sage, boah, dich mag ich nicht, ich gebe dir jetzt mal meine falsche Nummer. Stimmt. Wenn mich jemand nach meiner Nummer gefragt hat, wo ich kein Interesse habe, habe ich gesagt, nö, gibt's nicht. Du? Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Also ich würde wahrscheinlich lügen, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, das ist noch nie vorgekommen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es mal eine Situation gab. Ich kann es jetzt echt nicht runterbrechen. Also jetzt, wo es mir einfällt, jedes Mal, wenn ich dich versuche anzurufen. Ist immer belegt. Immer irgendwo in Bangladesch. Ja, nun. Das ist mein Callcenter. Ach so. In Bangladesch ist das. Ja, hat auch wieder was. Die kümmern sich auch um meine YouTube-Klicks. Also von daher, es sind ganz gute Menschen da drüben, sage ich jetzt mal. Schönen Dank. Vom Ding her. Gruß an Suresh. Ja. Wie ging es dir denn vor 4 Tagen? Was waren da? Das weiß ich nicht. Haben wir denn heute? Wir haben Mittwoch. Vor 4 Tagen war Samstag. Ja. Gut. Wochenende. War, okay. War ein Samstag. Was habe ich denn Samstag gemacht? Tja, Sascha, das ist die Frage. Ich weiß, was du letzten Samstag getan hast. Wo warst du Samstag von 14 bis 18 Uhr? Ich weiß, warte mal. Am nächsten Tag war doch der Geburtstag. Das heißt, du warst doch abends, weil irgendwas war doch da am Samstag. Ist auch egal, was da war, aber ich meine, auf jeden Fall ging es dir gut, das ist doch schön. Ja. Fußball lief auch nicht? Ist auch egal, die Frage ist auch gar nicht, das ist eine Kurzfrage. So. Jetzt kommt mal eine Frage, Sascha. Wenn du für 14,5 Minuten jemand anders sein dürftest, wer sollte es nicht sein? Wieso für 14,5 Minuten? Ja, das ist einfach nur der Spaß ist halber. Wer ich nicht sein will? Ja. Wer möchtest du nicht sein? Also du würdest jetzt irgendwie, du müsstest jetzt mal hier den großen Dings machen und dann, wen möchtest du nicht, lieber nicht sein? Olaf Scholz. Toll, dass du Politik sagst. Ich dachte mich auch jetzt gerade an der Politik. Der möchte ich nicht sein. Nee, egal wie man dazu steht. Dann würde ich einfach 14,5 Minuten in meinem Haus, im Wohnzimmer, im Kreis laufen. So viel Arbeit würde ich mir gar nicht machen. Sascha, geh auf Zimmer 0. Die ganze Zeit versuchen, meinen Schatten zu fangen und würde mich die ganze Zeit fragen, warum mögen die mich hier denn alles nicht? Warum mache ich denn falsch? Gut, da braucht er ja nur mal die Kommentare lesen. Ja, aber in der Tat irgendwas außer Politik, weil ungeachtet dessen, wie man dazu steht, ich will das jetzt hier nicht auf irgendeiner Ebene diskutieren, das meine ich damit nicht, sondern diese... Die haben es gerade nicht einfach. Genau. Und dieser Druck, was dahinter steht, weil du kannst es ja einfach nicht jedem recht machen. Es gab mal bei Galileo einen ganz tollen Live-Bericht, wenn du so möchtest, da wurden halt Entscheidungen quasi erzählt und man konnte so tun, als wäre man der Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin zu dem Zeitpunkt noch, deswegen schon ein bisschen älter der Bericht. Und dann konnte man live anrufen und konnte so mitmachen und irgendwie so abstimmen und so weiter. Und dann war halt immer so ein Szenario. Möchtest du lieber das Geld dahin geben oder lieber dahin geben? Ich würde mich entscheiden. Wir schaffen das. Ich jetzt erstmal alle eine Route. Ja. Eine Raute. Erstmal ein bisschen in Sackos investieren, in rote Sackos. In den Elten-Sacko. Am Ende. Angie, Gruß geht raus. Ja, Gruß geht raus, weil du wirst es garantiert hören. Dann machen wir wieder auf Höhen, euer Podcast. Mir gefallen. Sascha, bald ist es wieder soweit. Und jetzt komm nicht mit Weihnachten. Nein. Es sind in 111 Tagen, beziehungsweise nein, in 113 Tagen und am Freitag, wenn ihr diese Folge hört, wir sind ganz nah dran, Leute. Heute ist Mittwoch, wir sind in 2 Tagen, also wenn ihr das heute hört, haben wir vorgestern aufgenommen. Ich bin schon ausgestiegen. Mhm. Sag einfach, was da ist. Silvester. Hä? Ja, in 100,
13 Tagen heute oder 111 Tagen, also heute, wenn ihr das hört, ist Silvester. Was machst du? Krass, das hört sich noch so viel an. Mhm. Ist ein Drittel noch. Wir haben jetzt zwei Drittel rum. Schon wieder Herbst steht vor der Tür. Wir wollten eigentlich auf dem Dach aufnehmen und eben was am Regnen. Jetzt ist gerade die Sonne weg. Jetzt geht sie wieder weg. Jetzt gleich regnet es wieder. So, was machst du, Silvester? Also entweder bin ich auf irgendeiner tollen Party in meiner neuen Heimat Bad Oeynhausen. Ich weiß, wo du bist. Oder ich bin im Auto auf dem Brackweder Berg. So, mit, du bist Timo. Du bist im FaceTime, bist du. Vielleicht müssen wir einfach im Vorfeld uns schon über sowas mal unterhalten. Vielleicht müssen wir einfach, sonst muss ich halt einfach vorbeikommen oder so. Keine Ahnung. Ja. Irgendwie sowas müssen wir mal was überlegen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so auf so ein Mischmasch. Also natürlich freue ich mich immer, ne? So, ich glaube aber, wenn wir das. Vielleicht müssen wir einfach mal drüber reden. Lass uns mal drüber reden. Ja. Nur nicht jetzt, sondern später dann. Raclette machen. Raclette machen, genau. Sascha, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Vor einer Woche Handpan gespielt. Oh, guck mal, ein sehr gutes Beispiel. Sehr gutes Beispiel. Schön. Mhm. Mhm. Und du? Ich überlege gerade, gut, mal abgesehen davon, ich habe jetzt vor einer Woche das erste Mal irgendwie Kurkuma richtig gegessen. Bäh. Hast du eben auch gegessen? Ja, aber dann auch ganz wenig, ne? Ja, das ist halt gewöhnungsbedürftig. Ja, ich habe das auch mal eine Zeit lang, weil ich gedacht habe, das muss ja so gesund sein. Mhm. Aber ich habe es nach ein paar Mal habe ich es in eine Tonne gehauen. Schmeckt schon schwierig. Das ist schon richtig. Ja, ich weiß auf jeden Fall, kann ich jetzt gerade nicht so beantworten, glaube ich. Das mit der linken Hand ist schon länger, ne? Wir kennen uns ganz gut. Lascha, findet man dich eher vom Louvre oder eher vom Graffiti von Banksy? Boah, das ist schwierig. Mhm. Aber ich glaube dann eher so Banksy. Banksy? Banksy. Nee, dann eher so. Also Banksy, ne? Also ich finde, ich war ja auch im Louvre und ich finde das mal interessant, aber mich erschlägt das dann immer zu viel. Also ich gucke mir die Bilder auch gerne an, aber ich bin dann eher so für so ausgefallene Sachen. Finde ich viel spannender. Mhm. So zeitgemäß so ein bisschen. Ja. Vor allen Dingen, der hat jetzt ja gerade in London wieder was gemacht, ne? Diese 4 oder 5 Tierversionen davon. Ist schon cool. Also interessant ist auch, jetzt mal eine kleine Sozialkritik, Gesellschaftskritik. Interessant ist halt, wenn hier Hans und Franz ein Graffiti an der Wand malt, dann kriegen sie einen auf den Sack und er macht über Nacht, macht eine Hauswand und dann reißen die Leute die Hauswand ab und verkaufen sie. So, das erklär mir. Ja, aber... Ich finde es richtig schlimm, dass wenn du siehst, dass eine Stadt irgendwo eine Modernisierung macht, für viel Geld eine neue Fahrradbrücke oder irgendwas macht und es dauert keine Woche, da ist da schon wieder irgendwie... Eine Woche ist gut. Die Leute, die würde ich... Ne? Bagweder Hauptstraße. Ja, ich finde, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Warum muss man da rumsprühen? Weil die Leute viel Langeweile haben. Ja. Lass uns das nicht politisch machen jetzt, Nascha. Nee, aber ich meine, verstehe es einfach nicht. Die Leute haben zu viel Langeweile. Wenn sie von der Straße runterkommen und können was ackern, dann sind die abends zu kaputt, um so einen Scheiß zu machen. Wenn du den ganzen Tag Zeit hast, dann machst du das. Das ist einfach so. Ist total dumm. Bagweder Hauptstraße, hier oben. Da ist die neuen Glas... ja, so Abtrenndinger für die Bahn da oben hingebaut worden. Die Dinger waren noch nicht mal montiert und standen da 3 Tage rum, ohne montiert zu sein, auf Palettenblöcke. Direkt schon an der Palettenbox war schon was dran. Das heißt, die Leute lassen sich nicht mal mehr die Mühe, sondern sagen, ich will der Erste sein, der seinen komischen Tag daran ballert, in der Hoffnung, dass es irgendeiner sieht und sagt, oh, guck mal, wie toll, da ist ein Geschmier an der Wand. So, wenn es wenigstens was Schönes wäre, dann würde man noch sagen, ah, es war nicht so geil, aber es sieht immerhin schön aus. Dann steht da irgendein Name mit einem Quietschschrift. So. Ja, vor allem, du kannst ja heute, machst ein Foto, mit Photoshop da selber deinen Tag drauf machen und kannst sagen, so würde es aussehen. Ja, genau. Mach doch mal ein bisschen, sei doch kreativ, Leute, Mann. Es gibt so viele geile Leute, die so geil Graffiti machen. Dann geht mit eurer Kunst, aber macht es auf legale Weise viel, viel geiler als so eine komische Schmiererei-Scheiße, die am Ende sowieso nur Leute Geld kostet. Ihr reißt damit ja auch die Leute rein, die das gut können. Nicht schön aussehen. Es sieht nicht schön aus, es kommt nach oben drauf, sondern es gibt genug öffentliche Sachen und schon hat man ein Stück Kultur wieder. Aber das ist doch keine Kultur. Es sprachen die beiden Muster-Albans. Ja, echt mal, ey. Echt.
Ich mache ich gehe um 6 Uhr schlafen. Sascha, jetzt kommt eine Frage. Jetzt. Ist schon 6? Ja, ich nicht, dass du gleich ins Bett musst. 18.37 Uhr. Oha. Oha. Aber schnell in eine Puffe. Für eine Stunde sind wir schon drauf, Sascha, ne? Ja, kannst mal sehen. Aber wir sind gut in der Zeit. Aber ich weiß nicht, ob wir alles durchziehen heute, das weiß ich noch nicht. Sascha, wer in deinem Telefonbuch ist die teuerste Person? Die teuerste? Ja. Das musst du selber definieren. Also, ich wollte gerade sagen, wie definierst du teuer? Ja, das kannst du ja definieren. Definier doch selber, was soll ich jetzt deine Arbeit? Warte mal, habe ich hier noch so einen Tab? Wir beruhigen uns mal ganz kurz wieder. So, also. Ja, teuer in dem Sinne gibt es nicht. Also, weil man die Freunde ja nicht mit Geld aufwiegt. So. Also. Das ist die Antwort, die ich hören wollte. Ja, im Grunde. Ich habe da jetzt auch keine Escort-Nummern, wo ich sagen würde, hier die Chantal, die kostet. So, die kostet 4 Euro die Minute. Ne? Kostet richtig Kohle, ja. Wenn die putzen kommt. Ja, das ist also, das ist richtig. Nee, genau. das ist auch die richtige Antwort jetzt. Also wenn es wissenschaftlich teuer siehst, dann ist es Suresh, weil wenn ich nach Indien telefoniere, dann gebührentechnisch. Das ist richtig. Nee, so. Ja, verstehe ich. Hast du teure Leute in deiner? Ich hatte, glaube ich, am Anfang den Gedanken gehabt, dass man eine Person drin hat, die vielleicht so VIP-mäßig drauf ist. Weißt du, dass es so in diese Richtung geht. Am Ende des Tages ist es aber. Und dazu kommt noch, es gab ja früher dieses, mach mal nicht auf teuer. Kennst du das? Wenn man dann so exklusiv sich so gibt, weißt du, sagt man, ey, mach mal nicht auf teuer jetzt, komm. Sondern dass man sagt, hier. Gab es bei uns nicht. Ja, das ist so Jugendsprache. Das ist ein paar Jahre schon her bei dir. Das ist halt. Deswegen passt das schon. Bei mir war er so: Seid gegrüßt, mein Herr. Ja. Zu meiner Jugend. Sascha, vervollständige folgende Sätze. Oh. Es ist wieder soweit. Es geht doch nichts über. Den oberen Maßanstrich hinaus. Okay, das ist ja auch sehr diplomatisch. Es geht auch nichts über ein schönes Live-Gespräch, was wir jetzt beispielsweise. Genau, es geht auch nichts über einen Abend unter Freunden, ist so, wo ne? ich ja dir gegenüber sitze. Ist so, ja. Und wir haben es noch nicht Abend. Obwohl doch, 18 Uhr ist ja schon fast Mini-Schlafenszeit dann. Wenn ich morgens nicht, dann? Wenn ich morgens nicht aufstehe, dann habe ich Homeoffice. Schöne Grüße gehen raus. So, das kann man das schon als Kündigung sehen. Sascha, wenn du welche zwei Dinge bereust du zutiefst? Das ist, glaube ich, zu tief, ne, die Frage. Ist blöd, oder? Ich kann dir, dann sage ich dir mal meine. Ja, sag mal. Ich will, auch ohne jetzt konkret reinzugehen, bestimmte Dinge viel zu spät angefangen zu haben. Ja. Ich glaube, das ist wie immer das gleiche Spiel. Am Ende ist es ja, man steht vor einer Person, möchte sie ansprechen, tut es aber nicht, weil man vielleicht sagt, da wird, weißt du, so in diese Richtung, ne? Dann hat man wieder dieses Bereuen. Oder halt einfach auch Dinge viel zu spät anfangen. Sei es, dass man sich viel zu spät um sich selbst kümmert, dass man seine eigene Fürsorge viel zu spät macht. Das ist immer total, wenn man 17, 18 ist, denkt man sich so, ja komm, Selbstfürsorge, blablabla, mich nicht voll, zieh dein komisches Yoga-Gewand an und setz dich auf den Tisch, so ungefähr. Und jetzt mittlerweile mit seinen 38 Jahren ist man an so einem Punkt, wo man sagt, ja, so seine eigene Gesundheit ist schon wichtig. Und das sind so Dinge, ne? Und ja, total. Bestimmte Dinge hätte man vielleicht früher anders machen können, wusste man aber nicht besser. Ist ja auch richtig so, ich meine, Jugendsünde und so weiter. Trotzdem, die Frage ist halt, wo fängt man an, wo hört man auf, ne? So, man muss ja irgendwie auch ein bisschen leben, man soll ja sich hier nicht denken, weil es bringt ja nichts. Sonst ist es ja auch Quatsch. So. Deswegen, also ich würde sagen, sowas, so in diese Richtung sollte das gehen, glaube ich. Unterschreibe ich. Ja, ich denke auch. Bist du Team Tattoo oder Team reine Haut? Bitte mach irgendeinen Witz mit reinhauen. Reine Haut. Keine Haut, reiner. Ja. Ich habe ja kein Tattoo, deswegen bin ich ja Team reine Haut. Aber ich finde, also partiell finde ich Tattoos schön, aber also für mich verliert das dann immer den Reiz, wenn es alle machen. Mhm. So, du bist ja auch alle, weil du ja nichts hast. Genau. Also bist ja alle nicht tätowiert. Ich fand eine Zeit lang diesen Trend cool, dass man so einen Arm tätowiert hat, komplett. Mhm. Ne? Das sah bei manchen, sah es halt echt super aus. Mhm. Aber wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, jede zweite Frau hat und weiß ich nicht, dann. Ja, dann ist es immer über, ne? So für mich den Reiz. Ich finde eher so kleinere Tattoos, so
keine Ahnung, mal einen Schriftzug oder irgendwas, finde ich viel interessanter, wo du so genau nachforschen musst, so, ey, was hat das eigentlich zu bedeuten, anstatt einfach so, ja, du hast einen ganzen Arm voll, erzähl mal. Ne? Mhm. Kann auch eine Bedeutung haben, ich will da jetzt keinem was unterstellen oder so, aber für mich persönlich ist weniger mehr. Ja, das ist auch, also für mich gilt es auch noch, ich weiß nicht, wie, ob es in ein paar Jahren auch so ist, aber aktuell, dass ein Tattoo halt in meinen Augen auch mit einer Bedeutung immer etwas besser kommt als ohne. Heißt nicht, wenn man es nicht hat, dass man, dass es jetzt irgendwie blöd ist oder so, kann ja jeder selber machen. Viele ist halt auch ohne Bedeutung und dann haben sie aber dadurch erst eine Bedeutung, weil sie halt ohne Bedeutung sind. Weil sie ja, ich finde zum Beispiel bei dir cool, dass du ein R und ein L auf den Füßen hast, weil die Socken immer falsch rum machen. Das ist wichtig. Finde ich mega. Das ist wichtig, weil das eigentlich bedeutet das Long Range. Okay. Kann man sich dann ja vorstellen. Ganz damit weit laufen, ne? Da kann ich weit mitlaufen. Da komme ich ungefähr 590 Kilometer mit. Nee, das ist der Signal Range. Die Tesla-Füße. So ist das. So, Saschachen. Ja. Frage. Ja. Ich weiß, das ist jetzt ungewöhnlich. Waren das andere nur Feststellungen oder? Jetzt kommt endlich mal eine Frage. Jetzt kommt endlich mal eine Frage. Hast du eine Bucketliste und wenn ja, was steht auf Platz 2? Also ich habe bestimmt eine Bucketlist. Mhm. Platz 2. Eine Eimerliste. Was steht denn auf Platz 2? Mhm. Auf Platz 1 hast du ja jetzt. Du bist ja mit mir hier genau, wieder. Genau, Platz 1 habe ich heute. 10 for 10-10-Folge. Endlich erledigt. Kann ich abschließen, zum Glück. Obwohl, den 10 for 10-10-Folge müsste dann ja auf Platz 10 stehen. Platz 2 würde ich sagen, eine längere Reise. Oh. Also irgendwie entweder Variante A mit dem Wohnmobil. Bis, ich dachte jetzt mit einem Freund, aber okay. Bis ganz, nee, das Wohnmobil ist ja mein Freund. Ach so. Mit dem Wohnmobil bis ganz unten, Italien irgendwie. Ja, sag es ruhig. Schön, ne? Mhm, Italiano. Palo Italiano. Schön Familie hinten drin und dann gib ihm. Io non parlo Italiano, so muss oder es halt sein. Irgendwie Australien, Amerika, ne, so Sachen, aber die kann ich halt erst machen, wenn die Kinder größer sind. Ja, ist richtig. Weil ich würde da nicht alleine hinfliegen. So ein Erlebnis will ich ja mit der Family machen. Ja. Und Sascha, wenn Lucky dann irgendwann die Regenbogenbrücke überschritten haben sollte, was ja noch sicherlich lange dauert, dann werden wir uns mal ein Wochenende mal ausklinken und machen mal alles. Aber wir sind ja eher, wie wir gelernt haben, die Ibiza yes. und Weintypen. Dann setzen wir uns mit dem Zac Efron zusammen, machen erst ein bisschen, ach nee, der hat ja kein Botox im Gesicht, obwohl er ja schon einen Kantenkopf mittlerweile hat. Ist halt leider so. Ich fand den, eigentlich ist das ja echt ein sexy Typ, ne? Doch, muss man gucken, das ist echt sexy. Muss man wirklich mal sagen, ne? Nur, der hat irgendwann mal, so stand es zumindest in den VIP-Nachrichten drin, hat er wohl einen Stunt oder so gemacht. Ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall hat er sich wohl irgendwas am Kiefer gebrochen und hat dadurch irgendwelche Muskeln da gehabt, die dann angeschwollen sind. Und das musste er dann trainieren und so. Und da musste er da irgendwelche Übungen dann machen. Jetzt hat er auf jeden Fall einen Kanten. Das sieht aus, als hätte er sich gebotoxt. Und ich vermute ja. Natürlich aber, hat er sich gebotoxt. Ja, nein, warte mal. Das ist ja so, man denkt sich das ja nicht aus, dass man sagt, man ist kurz vorm Lebensdingsbums gewesen. Das denkst du dir ja nicht aus. Das muss ja irgendeiner auch gesehen haben und so weiter. Du redest hier von Hollywood. Ja, Hollywood ist alles echt. Hallo? Okay, na gut, dann ist ja gut. So, hallo, der Mann, also Neo springt über Häuser. Das stimmt. Ja, also, von daher. Sascha. Die Frage ist folgende. Wir sind heute ja ein bisschen leicht versext, hast du ja gemerkt. Ganz bisschen. Ich nicht. Long Range, du hast. Frage. Wie wurdest du aufgeklärt? Und die Schlussfolgerung daraus ist, wie würdest du aufklären? So, jetzt habe ich dich an deinen Cojones. Also ich wurde ganz, ganz langsam an das Thema herangeführt, als meine Freundin dann bei mir zu Hause war. Junge, denk an die Kondome. Nee, also das war bei uns ganz entspannt. Also A war das ja Thema in der Schule. Mhm. Ne, und hattet ihr auch die Banane? Das auch ja, mit? Wir hatten auch mal eine Banane, genau. Also, ne, mit der Banane. Ja, und da hat man einfach ganz entspannt beim Mittagessen mal drüber geredet, so, ne, wo dann das Thema aufkam, so erste Freundin, Verhütung und so, ne? Also ganz entspannt. Das war auch so, wo ich gesagt habe: so, boah, redet da nicht mit mir drüber, das ist peinlich oder so. Ja. Und auch mit Philipp, ne, meinem großen Sohn. Schöne Grüße gehen raus. An Lippi, genau. Yes. Da haben wir schon solche Themen gehabt, da war der 10.
Na, da hat er schon gefragt. So. Ja, ist relativ offen bei euch, ne? Ja, wie funktioniert das einfach so? Und ich würde da auch nicht irgendwie da jetzt groß hinterm Berg halten, sondern ich habe dann einfach das auch erzählt. Oder vor nicht allzu langer Zeit haben wir mal eine längere Autofahrt zusammen gehabt. Da hat er gesagt, so, lass mal ein Männergespräch führen. Oh. Erzähl mal so, cool. Wie war denn so deine wilde Zeit und so, ne? Da habe ich dem das alles erzählt. So, ist ja mein Sohn, warum soll ich da irgendwie, ne? Ja, eigentlich ist das auch die richtige Sache. Ja, und ich finde dann, ich habe dann immer gesagt, so, wir können einfach uns wie Männer, er ist jetzt ja auch 15, ne? Ja. Können uns wie Männer unterhalten, aber wichtig ist einfach A, Respekt und B, Ehrlichkeit. Denk einfach an die Verhütung. Ja, ne? Und Ehrlichkeit halt. Und Ehrlichkeit. Ja. Und lass dich von deiner Geilheit nicht blenden. Gut. Das ist, ne? Aber das einfach klar ist so, es gibt ein paar Regeln, die hast du einzuhalten. Mhm. Ne? Keine Grenzen, auch nicht von seiner Freundin dann übergehen. Und dann ist das ein ganz entspanntes Thema so, ne? Ja, das ist halt Generation zu Generation. Ja. Unsere Generation, also unsere Eltern, wenn du so möchtest, waren ja nochmal anders drauf. Da war das Thema eher tabuig, so ja. ein bisschen. Ja. Und da bin ich nur ein Blümchen, war schon das höchste der Gefühle so ungefähr, wenn man da mal drüber gesprochen hätte eventuell. Aber das meiste hat man sich dann halt in mühsamer Handarbeit selber beigebracht, sage ich jetzt mal. Ja, vor allen Dingen, guck dir mal heute an, du kommst ja als, keine Ahnung, 6-, 7-, 8-Jähriger kommst ja schon übers Handy überall dran. Sobald du da ans Handy kommst, egal ob du 7 oder 8 bist du dran. Bist du dran. Am Handy. Ja. Das gab es ja früher nicht. Ja. Also wir mussten ja noch in eine Tanke einbrechen und so. Uns die Super-Ilo und Praline heimlich von einem Trucker besorgen lassen. Hast du denn damals Playboy gelesen? Nee, Maxim und IFM. Ah, und FHM. FHM. Geil, ja. Yo. IFM ist das, ein Lieferant von uns. Das war ja so ein bisschen, das ist ja immer so ein bisschen wie so ein Softporno gewesen. Ja, voll. Ne? Man durfte ja nicht richtig was sehen, aber wenn Gülcan Kamst da, Gülcan, wie hieß die, Karahanschi früher? Keine Ahnung. Ja, ja, wenn die auf dem Cover war, dann hat man schon mal das Cover mitgenommen, die Zeitung. Die Zeitung dagelassen. Und dann noch Dr. Sommer, ne? Ja, das war Bravo, Bravo-Zeit. Stimmt. Ja. Ja. Okay, ja, cool. Guck mal, eigentlich ist das auch komisch, dass man da so, man redet da jetzt so ein bisschen verschmitzt drüber, aber eigentlich ist das A, das Normalste der Welt, B, muss es auch das Normalste der Welt sein, solange man es auch über einen vernünftigen Dings macht. Und du hast natürlich vollkommen recht, wenn der Sohnemann oder die Tochter oder generell jemand im nahen Kreise so darüber reden möchte, dann muss man sich da nicht verschämen, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite. Genau. So, finde ich ist gut. Gut, wie ihr das macht, Sascha, finde ich gut. So, ein bisschen was zum Auflockern. Zähl doch mal das Alphabet von rückwärts. Oh Gott. Von Z bis nach A. Das ist gemein. Ja, ich weiß. Los geht's. Also Z, ja. Y, ja. X, mhm. W, mhm. V, mhm. U, T, S. Das Q hast du vergessen, glaube ich, oder? Nee, weiter. Ja, machen wir weiter erstmal. Also bei S war ich jetzt. Mhm. Dann kommt R, Q, mhm. Das ist bekackt, ne? Das ist richtig kacke. Ja, du kannst auch alles jetzt sagen. Ich krieg das auch nicht zusammen. Ja, JH. CBA. JH. GDF. GFE. D. C. B. A. Ja. Geil wäre jetzt gewesen, wenn du einfach nur das Wort Alphabet rückwärts gesagt hättest. Das wäre richtig geil. Hasenhüsen. Wenn man dich einen Tag an die Macht setzen könnte, nach oben, ne? Ganz nach oben, Sascha. Ganz nach oben. Was? Daten! Was willst du machen? Also, hast einen Tag Zeit. Steuern senken? Einen Tag Zeit. Einen Tag Zeit. Einen Tag Zeit. Du kannst aber, du denk dran, dass manche Dinge dauern, manche Dinge gehen schnell. Einen Tag Zeit. Okay. 24 Stunden. Okay, also ich würde als erstes, also ich nehme jetzt nur den Haushaltsplan, ne, der mal zuletzt offengelegt wurde. Nein, Sascha, nimm doch einfach den Konjunkturplan 2084. Also. Ich würde erstmal diese ganzen unnötigen Gelder, die ins Ausland gepumpt werden, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle unnötig sind, aber ich würde schon genau hingucken. Wollen wir innenpolitisch bleiben? Ob jetzt wirklich da und da Straßen renoviert werden müssen. So. Ja, sowas. Das ganze Geld würde ich erstmal nehmen. Erstmal alle Schulen, Kindergärten. So. Würde ich erstmal ordentlich auf, dann würde ich die ganzen Pflegeleute, Ärzte, Pädagogen, Sozialarbeiter, alle gehaltsmäßig hochstufen. Ich muss es tun. Warte. Okay. Ne, das wäre so der zweite Maßnahmenplan, dass wir da auf jeden Fall genug Leute haben, dass die Kinder auch versorgt sind. Mhm. Ne? Und auf jeden Fall die Gehälter der Politiker kürzen, weil die völlig unverhältnismäßig sind. Mhm.
Ja, und dann wäre ja schon so ein Tag um, ne? Ja, ist der Tag um, ja. 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 Dann würde ich noch lecker mit Angie im Kanzleramt was frühstücken gehen. Ja, denkst du, die ist dann noch da dann? Ja, die lade ich ja dann ein. Ach so. Sagst du hier, Angie, komm mal ran. Kommen wir frühstücken mal zusammen, dann erzählst du mal ein bisschen was. Ja, aus dem Nähkästchen. Genau. Ja, machst du mir eine Podcast-Folge. Eine einzige nur. Und was wolltest du jetzt sagen? Nein, ich wollte einfach, ist egal, ich wollte einen Witz machen, aber der wird jetzt nicht zünden, deswegen lassen wir den jetzt. Ja, im Grunde ist es so, ne, dass man, wenn man muss ja nur, ich meine, Mario Barth ist auch so ein Typ, den kann man auch halten, was man möchte von dem, das ist ja auch manchmal lustig, manchmal ist es nicht so lustig, der hat ja auch seine Sendung, diese Steuerverschwendungssendung. Wenn man das sieht, da schüttelt man wirklich, da kriegst du wirklich, also das triggert einen ja ungemein, finde ich. Ja, und das ist dann extrem. So, du siehst dann einfach, wofür du jeden Tag arbeiten gehst, was abgezogen wird und was mit dem Geld gemacht wird. Ja. Also man kann es ja nicht außen vor lassen und sagen, ja komm, lebe halt in Deutschland, zahl halt meine Steuern. Ne? Und wir brauchen ja gar nicht so weit gucken. Ne? Wir gehen, wenn wir jetzt mal, wir machen das ganz kurz nur auf. Wenn man jetzt mal hier Richtung Bielefeld guckt. So, Bielefelder Innenstadt wird. Danke, das war der Poliz-Podcast. Schnell wieder zugemacht. Wir beruhigen. So. Die Innenstadt ist aktuell ganz schwierig nur noch zu besuchen. Jetzt nicht nur, weil man da schlecht hinkommt, weil die Fahrerei schlecht ist, weil die ganzen Autos aus der Stadt sollen, sondern weil erstmal Transport dahin ist schwierig. Entweder kommst du nicht richtig gut rein, weil da Baustellen sind, oder du hast Fahrradstraßen, was auch okay ist, ne? Wie gesagt, keine Kritik als solches. Oder halt eben die Stadt ist komplett, also der Weg bis dahin ist überfüllt, weil du halt von deinen klassischen Zeiten, ne, samstags ist es sowieso anders, aber in der Woche ab 16 Uhr kommst du nicht mehr rein. So, das ist das eine. Dann bist du dort, dann hast du aber die Stadt entsprechend im Loom, das tolle Loom, was so angehypt worden ist, ist ja gefühlt nur noch ein Drittel drin. Also zwei Drittel ist mittlerweile drin, nur noch ein Drittel ist raus. So, weil die da irgendwie alle, weil das zu teuer ist, weil da keiner hinkommt. Warum kommt da keiner hin? Naja, weil die da nicht hinkommen. Also rein technisch gesehen schon nicht. So, jetzt fährst du aber dahin. Ich musste letztens Richtung die Turnerstraße da unten in der Ecke. Und da fährst du dir einen Wolf, weil du entweder hast du eine Einbahnstraße oder du hast eine Fahrradstraße oder du hast eine einbeinige Fahrradstraße. Also einbahnige, nicht einbeinige. Fahren die Leute mit einem Bein herum in meinem Kreis. Das wollen wir nicht. Aber das geht nicht. So. Und dann sagt die Stadt, ja, wir wissen gar nicht, wo das Problem liegt. Die Leute kommen nicht mehr in die Innenstadt. So. Jetzt, also die kommen nicht mehr in die Innenstadt und kaufen bei uns nicht mehr ein. So, jetzt fragt man sich natürlich, woran liegt es denn? Liegt es daran, dass die Leute. Woran hattet ihr gelegen? So. Liegt das daran, dass online viel eingekauft wird, oder wird online viel eingekauft, weil die Stadt so unattraktiv ist? Das sind ja diese Fragen. Also, wo fängst du an? So, und das geht so hin und her. Am Welle Parkhaus. Ja. Grüße gerne raus. Ja. Es macht keinen Spaß. Und wenn du dann da reinfährst und dann fährst du da in die Stadt. Ich bin mit meinem Moped damals, vor anderthalb Jahren bin ich reingefahren auf den Ostersamstag. Proppe voll die Stadt. Wunderbar, denke ich, cool, können alle Leute einkaufen. Ich stelle mich mit meinem Moped, jetzt, die Geschichte kennst du ja schon so halb, an die Seite, weil ich dachte mir, gut, komm, machst du Platz für die kaufkräftigen Familien mit ihren Vans und diesen ganzen Gedöns, die dann viel Platz haben, viel Geld in der Tasche haben. Ja, werde ich privat angezeigt, weil mein Moped auf dem Grünstreifen steht und nicht mal Platz weggenommen hat. Ja, aber es war ja was Persönliches. Ja, es muss was Persönliches. Ging ja gegen dich. Ja, aber das ging ja an das Thema Motorrad, glaube ich. Und nicht Motorrad, so. Ja, egal. Am Ende des Tages hat mich das 85 Euro gekostet. Ein Anruf bei meinem Rechtsanwalt hat aber trotzdem nichts gebracht. Schöne Grüße in diesem Sinne. So. Sascha, ja. Folgende Frage habe ich. Ich habe so viele Fragen. Ich werde auch nicht alle durchgehen jetzt. Ich habe Fragen. Sascha, sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 6. 7. Ja, 7 ist 4. Okay, wir machen noch 4 Fragen. Okay. Weil das ist uns zu viel, wirklich. Also ich habe ja noch über 15 Fragen, wenn wir so weitermachen. Oder haben wir aber schon viele abgearbeitet. Ja, wir sind heute, ich habe ein paar übersprungen aufgrund von Ereignissen. Bist du gläubig? Wenn ja, warum? Beziehungsweise nein, Moment, wenn ja, bei welchen Dingen? So, ist die richtige Frage. Abergläubisch. Ich bin ein richtiger Profi. Leute, ich bin der Profi. Also nochmal, warte, ich wiederhole die Frage. Sascha, sag mal eine Zeit. Bist du abergläubisch? Wenn ja, bei welchen Dingen? Nee, bin ich nicht. Also so Sachen wie, keine Ahnung, Freitag der 13. oder eine Katze unter eine Leiter treten, das sind so Sachen. So. Eine Katze unter der Leiter? Ich dachte, du gehst an einem Freitag der 13. unter einer Leiter durch, während die Katze von links nach rechts läuft in Schwarz. So war es doch, genau. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber oder? Nee. Nein? Glaube ich nicht. Drin. Ich gehe mal um eine Leiter herum. Ja? Ja, voll. Echt? Ja, ja. Es liegt gar nicht unbedingt daran, dass ich da so abergläubisch bin.
Ich denke auch Freitag der 13. denke ich immer so geil. Die Leute haben halt ein bisschen Schiss vor diesem Tag, deswegen benutzen sie oder für diesen Freitag. Ich weiß, deswegen, da kommt nämlich, heute ist das, Leute, heute. Jetzt, heute ist Mittwoch, aber wenn ihr das hört, ist es heute Freitag der 13. Jetzt dreht er völlig durch. Ja. Heute ist erstmal 9-11. Wir beruhigen. Nee, das war jetzt falsch, das kann ich jetzt nicht bringen. Ja, stimmt, heute ist eigentlich auch 9-11, 2001, ja. Ne, war das? Ja. Ja, Wahnsinn. Cool, dass du jetzt diesen Stimmungskiller hier reinbringst, Sascha. Also ja, ich bin nicht, okay, nicht wirklich abergläubisch als solches, aber... Abergläubig. Abergläubig. Oh, die Frage ist schönes, auch... Schönes Wortspiel. Sascha, wenn Stars, also jetzt nicht also ich... Also wir. Ja, ich sag jetzt mal andere Stars, in ihrem privaten Leben schlechte Dinge machen. Definition ist erstmal egal. Aber in ihrem beruflichen Leben gut abfeiern und gute Dinge machen. Ich will jetzt mal einfach mal, ich schmeiße jetzt einfach mal, auch wenn es jetzt vielleicht gerade ein bisschen sehr drastisch ist, Kevin Spacey in den Raum. Ich wusste, dass du das sagst. Ja, weil es geht dann immer nicht anders, weil dann wissen die meisten, was damit los ist. Ohne, es ist ja nicht verurteilt. Also wir müssen ja auch die Unschuldsvermutung. Der ist komplett freigesprochen. Das müssen wir mal ein bisschen auch an der Stelle mal resignieren hier. Der wird sofort als Dingens an die Wand gestellt. Ja. Nur weil er sich als gay geoutet hat, was überhaupt nichts bedeuten muss. Das hat er nun mal gemacht und das ist auch völlig okay so. Das heißt aber nicht, dass er damit eine Schuldeingeständnis hat. Aber du hast ja gehört, wie Sarah so Mundschuh darüber denkt. Der ist ja nochmal, das ist ja nochmal ein anderes Kaliber. So. Jetzt die Frage, deswegen fällt auch der, dann ist das falsch bei ihm. Dann kann ich ihn ja gar nicht nehmen als Beispiel, weil er hat ja nichts, also er ist ja nicht verurteilt worden. Kann ich ja nicht machen. Wie wäre die Frage denn? Die Frage ist, wenn jemand in der privaten Situation blöde Sachen macht, aber im beruflichen nicht, würdest du ihn aufgrund dessen, dass er privat blöd ist, ihn beruflich dann nicht mehr gut finden? Oder würdest du sagen, okay, beruflich ist gut, privat ist mir egal? Oder privat ist wichtiger als beruflich. Oder du warst früher mal Fan und bist es jetzt nicht mehr. Oder du bist jetzt erst recht Fan, weil er so viel Scheiße baut. Fragen über Fragen. Ja, ist halt schwierig, ne? Also. Ah, pass auf. R. Kelly, gutes Beispiel. I believe I can fly. So, das Lied wird ja im Radio rauf und runter gespielt. Ja, ich finde es halt trotzdem gut. Ja, so, ne? Was der gemacht hat, da ist er ja schuldig gesprochen. Genau. So, jetzt kommt aber wer hat denn noch? Bill Cosby hat doch auch Theater gemacht. Wer haben sie denn? Da sind doch ganz viele gecancelt worden die letzte Zeit. So. Ja, Mike, also. Weißt du, die Relation. Ich finde es immer schwierig, hat man zu den Leuten persönlichen Bezug. Also, so einen Bezug meinst nee, du? Nee, aber jetzt so zum Beispiel R. Kelly ist ja jetzt weiter weg und nicht so präsent wie so ein Luke Mockridge zum Beispiel. Oh. Ne? Willst du das echt aufmachen, das Thema? Ja, kann man jetzt ja können wir machen. Ne? So, und dann sage ich mir, okay, wenn so ein R. Kelly jetzt aus dem Knast Lieder schreibt, ich habe die ganze Geschichte nicht verfolgt, bin selber Vater, klar, wenn ich irgendwo höre, Kindesmissbrauch. Ja, da klingelt alles. Ja, aber ich würde trotzdem nicht sagen, okay, mit dem will ich nie wieder was zu tun haben, weil ich kenne die ganze Geschichte überhaupt nicht. Also ich bin nicht so, dass ich dann sage, da muss nur dieser Verdacht im Raum stehen und schon geht die Schublade auf, so ein Typ bin ich halt nicht. Mhm. Sondern ich müsste mir dann die Mühe machen und sagen, okay, ich arbeite mich da rein. Will ich die Musik weiter hören, dann müsste ich mich auch damit befassen, was ist da eigentlich dran? Ist der wirklich so schlimm, wie das alle sagen? Oder steht da irgendein Verdacht im Raum? Na gut, es gibt ja ein Video. Na gut, weiß ich ja nicht. Ja, und das Video ist sehr klar. Okay. Und da ja, ist und das zum Beispiel, wenn du das dann siehst und dich das verstört und du denkst, boah, Alter, dann wäre ja so ein Punkt, dann hätte ich ja einen Bezug, dann würde ich sagen, boah, von dem Typ würde ich nie wieder was hören. Aber kannst du verstehen, dass es schon komisch ist, wenn du einerseits so etwas hast und sagst, okay, der wird im Radio noch gespielt, während es andere gibt, die vielleicht im Verhältnis deutlich schlimmere Dinge machen und die werden nicht gespielt. Ja, ich habe oder ja, halt ich weniger ja, und die werden gespielt. Kevin weißt du? Spacey in so einer Talkshow gesehen, wie der ja. Biden da saß und sagt, ja. Er hat alles verloren. Ja, natürlich. Der ist, ist offiziell ist der ohne Meldung, also genau. Obdachlos, wenn du so möchtest. Da stelle ich mir die Frage, weil er sagt ja, die wollen ja auch alle Profit machen und dann kommen sie auf einmal alle, wollen Kohle verdienen. Ja. Ne? Und dann tut er mir auch leid. Aber ich weiß halt nicht, so wie viel ist da dran. Klar hat der auch. Ist halt Schauspieler auch. Ja, ne? Und klar hat er auch viel falsch gemacht und ist wahrscheinlich auch nicht so der einfachste Typ, aber ist halt ein begnadeter Schauspieler. Ne? Und ja. Bevor ich jetzt sage, lass den nie wieder auftreten, muss man sich das große Ganze halt angucken. So, ne? Und man muss im Zweifel auch, wie gesagt, er ist nicht schuldig gesprochen,
Ja, oder? Ich hoffe, das stimmt doch jetzt auch, ne? Ist doch jetzt Alec so, ne? Baldwin. Sascha, oder? Nicht, dass wir uns jetzt Der ist doch freigesprochen worden, genau. Ungeachtet, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Zahlungen gab vorher, das spielt ja keine Rolle. Wenn es darum geht, er ist nicht schuldig gesprochen worden. Fertig. So. Oder Alec Baldwin, auch ein super Schauspieler, schießt da eine Kamerafrau tot, ne? Ja. So, da kannst du ja nicht sofort sagen, boah, sofort gebannt. Andersrum aber bei Luke Mockridge, wenn dann immer wieder solche Sachen kommen. Ja, und das vor allem zum wiederholten Mal. Ja, ja, und das ist dann schon so, wo ich dann denke, also A, hast du es jetzt nötig, so Publicity zu machen? Ich meine, hast du den gesamten Clip gesehen oder hast du nur diese 20 Sekunden? Ja, ich habe mir schon den gesamten Clip angeguckt. Ja. Ne? Und klar ist da auch wieder eine Message hinter zu sagen, ich arbeite viel mit Behinderten, ich darf das, ne? Aber trotzdem muss man schon so ein bisschen gucken und du kannst halt nicht. Ihm fehlt das Finger, dieses Feingefühl. Er hat jetzt gerade den ersten Sturm, diese Geschichte da mit seiner Ex-Freundin, der ist gerade abgeebbt und er hat gerade so ein bisschen wieder auf die Bühne zurückgefunden und bei diesem Sat.1 meine lustigsten Comedian hat er sich ein bisschen zurückgekämpft und hat da so eine 10-minütige Laudatio gehalten über sich und seine Problematik und so und ist echt wieder angekommen, ne? Der war gerade so wieder, dass man sagt, ah, der ist doch ein ganz netter. Ja. Und dann kommt das und er lässt sich da, also ich glaube, wenn man in den Kern der Aussage hört und man guckt, wie so der Vibe war, dann weiß man auch, was er meint mit den Aussagen. Nur halt dumm angestellt. Er hat es halt völlig daneben erzählt, das ist das. Er hat ja sogar am Anfang noch gesagt, dass er mit den Leuten auch schon Kontakt hatte und dass es echt beeindruckend ist und so. Und dann kommt er mit diesen. Und auf den anderen beiden reiten sie ja jetzt auch rum. Ja. Die ja auch sehr lustig sind, ne? Und die dann. Ja, aber trotzdem, die Frage ist, wie weit darf Humor gehen? Das ist einfach die Frage. Wenn ich solange, ich meine, jetzt wiederum kann man natürlich sagen, naja, die anderen, die jetzt sich da jetzt auf den Schlips getreten fühlen, und das ist nun mal auch viel durch die Presse jetzt, ne, kann natürlich jetzt jeder wunderbar drauf raufspringen. Und dadurch natürlich so wieder Reichweite generieren, bla bla. Nur, weißt du, wenn jemand, der betroffen ist, sich jetzt sogar meldet und sagt, ey, nee, das finde ich jetzt nicht so geil, wir arbeiten und ackern hier hart für unsere Akzeptanz. Und da kommt einer und hat weder das eine noch das andere als Problem und kommt und schmeißt uns da solche Sachen an den Kopf und alle lachen drüber, das ist nicht so geil, dann ist das einfach Kacke in dem Moment, muss man einfach dann so sagen. Ich fände es halt cool, wenn die das so ein bisschen schlauer anstellen. Wenn er dann, hätte der jetzt ein Video hochgeladen, hätte er gesagt, hier, ich habe im Vorfeld mit 3, 4, 5 Paralympic-Stars in einem Meetingraum gesessen, da haben wir genau diese Szene besprochen und gesagt, wie kriegen wir Aufmerksamkeit für euch? Ja, also wollen genau. Wollen wir den Weg gehen. Ja, als Marketing. Genau, aber, das Video dann nachher hochladen und sagen, hier, da habt ihr euren Beweis, seid mal alle ruhig, das ist abgesprochen. Dann würde ja auch keiner was sagen. Dann hätten erstmal so die erste Welle hätte gesagt, okay, cool, das ist der absolute Marketing-Gag Deluxe gewesen. Genau. Und die anderen, die jetzt haten würden, die würden dann langsam ein bisschen ruhiger bleiben danach, ja. Aber die haben wahrscheinlich alle Angst, dass man dann sagt, da ist eh alles abgesprochen, dass dem dann keiner mehr Aufmerksamkeit schenkt. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht. Ja, aber ist schwieriges Thema. Ja. Am Ende des Tages verliert er jetzt wieder mehr an Relevanz, obwohl er sich gerade aus diesem Loch rausgekämpft hat. Eigentlich ganz schade, muss man sagen. Gut, manchmal müssen Leute einfach fühlen, ne? Selbst in Schuld am Sein. Ja. So, Sascha, wir machen jetzt noch eine Frage, die so ein bisschen... schwierig ist sie nicht. Angenommen, die gesamte Musik auf der Welt verschwindet und du kannst nur 3 Songs auswählen, die dürftest du aber nur noch ein einziges Mal hören. Oh Gott. Ja, ich weiß. Welche sind es? Das ist echt schwer. Einmal Delirium, Silence. Okay, habe ich gerade nicht auf dem Ohr, aber... Der auf jeden Fall. Cosmic Gate, Happiness. Mhm. Ist das dieses Happiness seems to be lonely? Nee, das ist ja Tonecraft. Tonecraft, ne? Ja. Rest in Peace. Ja. Und was wäre das dritte Lied? Das ist eine gute Frage. Also, bei mir wäre es auf jeden Fall One More Light. Heißt das One More Light? One More, noch, ne? Linkin Park? One More Time? Linkin Park? Nee, warte mal, warte. Warte, fuck man, jetzt krieg's nicht zusammen. Guck mal, so gut bin ich vorbereitet. Also es muss auf jeden Fall ein Beatles-Song muss her. Garantiert. Die Frage ist welcher. Einer, der so lange dann im Kopf bleibt, dass man den immer wieder singt. Wahrscheinlich wird's. Ja, dann ja Let It Be. Ja. Der soll ja im Kopf bleiben. Ich glaube eher, dass es so ein All You Need Is Love-Mofa wird, wobei ich das viel zu überzogen mittlerweile finde. Das gelbe U-Boot. Ja, es wird halt überall
Yellow Submarine wäre auch nicht so ganz schlecht, ja. Lucy in the Sky with Diamonds, auch geil. Warte mal, wie heißt denn das Ding mit, das ist eins der letzten von ich glaube, das ist doch Linkin Park, oder nicht? In the Light, One More Light heißt es. Ja, das kenn ist, das ist todestraurig, ist das. Wirklich ganz extrem. Das ist auch genau dafür geschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, das ist doch, ist auch egal, es geht zu tief rein. Auf jeden Fall, das würde ich schon haben, die beiden. Und da muss noch ein so ein Mittelding her. So ein Happiness-Song mäßig, wo man ein bisschen Bock drauf kriegt. Aber jetzt auch nicht so, weißt du, so ein bisschen dancey. Mhm. So ein, momentan habe ich ja viel Lucid Dream, höre ich ja viel. Der wäre was. Den würde ich noch einmal unter Tränen hören, wenn ich, bevor er dann aus meinem Gehör verschwindet für immer. Dann wäre das Thema, wäre die Messe gelesen. Amen. Amen. So. Sascha-chen. Dann erzähl mir doch nochmal deinen Lieblingswitz. Oh. Bevor wir hier langsam die Reise hier beenden. So. Ich mache hier schon mal das iPad zu, weil das iPad brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe immer 1000 Witze im Kopf. Jetzt, ja. wo du mich das so rauskitzelst. Ja, dann sage ich dir schon mal einen. Genau, sag mal schon mal einen. Der ist aber so ein bisschen mit ein bisschen komisch. Egal. Der ist ein absolutes Standardwitz. Jeder, der mich kennt, lange genug kennt, weiß, welcher jetzt kommt. Kommt man zum Arzt. Sagt der Doktor, ich habe Durchfall. Kann man damit baden? Sagt der Arzt, ja, wenn sie die Wanne voll kriegen. Der ist so dämlich, ne? Ist herrlich, ist der. Schön. Mir fällt gerade tatsächlich keiner ein. Macht doch nichts. Ich muss jetzt so viel angestrengt, so viele Fragen beantworten, dass mein Kopf leer ist. Das macht doch nichts, Sascha. Ja, echt. Fliegen um dich herum. So, mein Lieber. Wir haben jetzt ungefähr 1:30, fast 1:40 haben wir jetzt gleich zusammen. Und eigentlich sind wir jetzt langsam am Ende dieser Folge angelangt. War schön. Ja, fand ich auch. Ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Weißt du, was wir noch haben, was wir noch völlig vergessen haben, Sascha? Nein. Es gibt noch eine Werbung. Hey. Sie. Ja, warte, willst du so haben? Ja, klar. Warte mal, jetzt muss ich mal gerade, jetzt bin ich nicht vorbereitet jetzt hier auf die Nummer. Und zwar, ich habe, warte. Ich habe gar kein Auto. Ich habe auch kein Auto für Sie. Muss ich gucken? Der war doch immer der Beste, der Italiener. Ah, Sie. So, muss ich gucken hier. Ah, da ist er. Ich habe einmal Antonio, ich habe einmal Mafia. Welchen hättest du gerne? Such dir einen aus. Okay, warte. In dieser Werbung, wir machen dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Mega. Geil, ne? Ja. Aber warte mal, da muss ich auch spielen, weil sonst ist das irgendwie langweilig, weil ich glaube, falls es noch was Neues gibt, dann muss ich ja was Neues produzieren. Deswegen schieße ich den jetzt auch nochmal ab. So oft hatte ich den nicht. Hey Toni, jetzt kommt die Werbung. Also, mache dich schnell. Richtig gut. So, Toni, du hast mir vorhin was von deiner Klangschale erzählt. Ja, das ist richtig. Und du hast mir auch noch vorhin, das haben wir natürlich abgesprochen jetzt an der Stelle, deswegen ist es jetzt keine Überleitung mehr als solches, wo ich gemerkt habe, dass du mir vorhin versucht hast, die Brücke zu bauen, habe ich aber wiederum abgerissen. Schlechtes Beispiel. Wo habe ich denn eine Brücke gebaut? Du hast vorhin mit deiner Klangschale erzählt, da hätte ich super reingehen können. Ist ja egal. Ja, da ging es ja aber nur um die Klangschale. Das ist richtig. Da war keine Brücke. Da stand noch nicht mal ein Pfeiler. Das war aber jetzt scharf geschossen. Stell dir mal vor, wenn ich jetzt jemand wäre, der würde jetzt gerne was Musikiges produzieren wollen, vielleicht mal einen Song haben, ja. Möchte den gerne bei Spotify platzieren, ja. Möchte vielleicht sogar einen Klangschalen-Support haben, wie auch immer. Was mache ich dann? Wo gehe ich da hin? Ab wann? Also ich würde dir sagen, Junge, lass sein. Du hast einfach überhaupt kein Talent. Zu Recht. Ich habe mein Album wiedergefunden, mein Digiscope-Album. Ja? Ja. Ja, denk dran, ne? Du hast auf der Bucketlist noch draufstehen. Song in Release, ne? Ja, ich weiß. Hallo, ich bin ja erst 38, habe ja noch ein bisschen. Und dafür gibt es ja, da wird es mir ja wahrscheinlich jetzt netterweise die Brücke schlagen, gibt es ja dann ein passendes Label für. Was? Ja. Ein Label? Was ist denn das? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, also... Es gibt mein neues Unternehmen Frequenz Music. Mhm. Da biete ich halt verschiedene Dienstleistungen an. Einmal quasi so Sachen wie Release. Also kannst halt zu mir kommen, sagen, die und die Idee habe ich, die würde ich gerne aufnehmen und auch gerne in irgendwelche Streaming-Plattformen bringen.
Das kann ich dir dann ermöglichen für einen Fernkurs. Und wenn du sagst, ja, ich hätte gerne noch Vocals, dann habe ich halt ein riesen Netzwerk dahinter an Singer, Songwriter, Sänger, Tänzer, alles, was du haben willst. Tänzer? Mhm. Dein Rhythmus ist da auch ein Tänzer, ne? Genau. Okay. Ja, und da biete ich halt jetzt halt so eine Full-Size-Lösung an, weil ich jetzt jahrelang mit sehr vielen Plattenfirmen zusammengearbeitet habe und man gibt ja auch immer einen Großteil der Einnahmen dann mit ab. Mhm. Und habe halt gesagt, okay, A, den Standard, den kann ich auch erfüllen. Die Qualität bilde ich mir ein, auch jetzt zu erreichen. Ist das dieses GEMA-Ding, wovon die Leute immer reden? Ja, das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja, um deine Urheberrechte zu schützen. Ah. Aber das ist da auch mit drin. Okay. Das biete ich halt auch an. Also die ganze Palette von wie arrangiere ich einen Song. Also du kannst halt Tutorials haben, du kannst ein Coaching haben, du kannst ja eine Begleitung haben, wie du deinen Song rausbringst. Du kannst quasi von A bis Z die ganze Dienstleistung in Anspruch nehmen. Mhm. Ich helfe dir quasi, deine Marke aufzubauen, unter anderem dann auch mit Fotografen. Oh. Die mit drin sind, du könntest dann quasi von dir gute Shoots machen. Direkt Albumcover mit mir machen. Genau, ja, dann diese ganze, ne, dieses ganze Artwork dahinter, das Branding von der Marke, also so ein, wie so eine Full-Size-Agentur, aber halt schon so ein bisschen als Label. Und das alles aus einer Hand? Genau. Das ist natürlich die Wege deutlich kleiner, ne? Ja. Man muss sich nicht aus fünf Leute verlassen, sondern einer reicht. Genau, ich merke das ja jetzt aktuell. Ich habe jetzt aktuell eine neue Single, die bringe ich im November raus. Mhm. Das mache ich halt einfach komplett auf eigenem Label und das ist total geil. Und wo kann ich die dann hören später? Überall. Überall? Genau. Okay, oh. Cool. Das heißt, wie komme ich auf die Seite? Was muss ich tun? Du gibst Frequenz, aber mit zwei E ein. Ah, ja. Das ist ja das lustige Wortspiel. Ja. Und dann .com und dann kommst du auf die Seite, die ist auch schon online. Allerdings noch als, was sagt man, Beta-Version, ne? Also du, Testversion. Da oben steht ja erster, was hast du, welches Release? Erster Zehnter. Erster Zehnter, genau. Ja. Das heißt, genau. Ab 1.10. ist sie scharf geschaltet, offiziell. Genau. Wer jetzt in seine DMs slidet, kriegt 10% von 10 for 10. Nicht obendrauf, sondern er kriegt 10% doch irgendwas, keine Ahnung, du machst das schon. Ja. Habe ich dich jetzt reingequatscht, 10% kriegt er. Wofür auch immer, muss er machen. Kein Thema. Timo 10 einfach mit angeben. Genau, Timo 10, schreibt da in die DMs. Dann gehen überall 10% runter, ist so, kein Thema. Genau, vom Albumcover kriegt er 10%. Ja, ich kann dich ja nicht jetzt in... Fällt halt einfach so eine Ecke vom Bild. Genau, ich kann dich jetzt ja nicht einfach in irgendwas reinquatschen hier. Ja, du, kein Thema. Ja, schön. Also, sorry. Frequenz. Freaky Styler.com. Mikrofon. Packe ich euch noch in die Shownotes, in die Beschreibung rein. YouTube-Beschreibung, Shownotes beim Spotify Podcast, iTunes Podcast. Und natürlich hier für die YouTuber auch ans kleines Fenster. Yeah. Und dementsprechend ist das, das heißt, ab jetzt bald ist nur noch über dich alles releasen. Genau, nur noch. Nur noch dich. Nur noch. Man braucht keinen Sony mehr, kein BMG, alles. BMG, AMG. Jawohl, ich fahre nur noch Polo. Brauchst alles nicht mehr. Gute gemacht. Sie. Dankeschön. Bitteschön. Bene. Sie. So, Sascha-chen. Mensch, das lief doch mal hier wunderbar, würde ja, ich ne? mal sagen. Mein Lieber. Hast du noch schöne Wörtchens für die Leutens hier, für die Leutchens? Ja. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute versammelt. Ja, also hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und auch nochmal Kompliment an der Stelle, was du da so aus dem Boden gestampft hast. Och, gut. Ich hoffe, das war jetzt nicht wirklich die letzte Staffel. Aber ich denke mal, dass da bestimmt wieder irgendwas Neues, Verrücktes kommt. Bist ja da schon ein sehr kreativer Kopf, der sich immer wieder neu erfindet und ja. Ja, vielleicht machst du dann auch einfach mal einen Podcast beim Fahrradfahren oder unter Wasser. So, dass man einfach so die 25 Fragen. Hackt. Genau. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich lasse mich jetzt erstmal inspirieren, ein bisschen treiben. Das Jahr ist erstmal um jetzt für mich. Oder mal also das Podcast-Jahr. Podcast im Swingerclub. Im Swingerclub, ja. Dann hörst du die Leute die ganze Zeit klatschen. Ja, das Gute, die klatschen wenigstens dann, sage ich mal. Kannst du hier bei deiner alten Wohnung nebenan. Ja,
Ich habe, da habe ich durchaus auch schon mal hingefunkt. Also so gesehen, so ganz dumm ist der Gedanke gar nicht. Ich weiß was, ich habe mir da noch gar keine konkrete Idee gemacht. Also es gab schon 1000 Ideen und gleich auch wieder nicht. Auf jeden Fall wird es einen TBBI Club geben, das kann ich schon mal verraten. Was heißt verraten? Das ist ja nichts, was jetzt ultimativ. TBBI Club? Ja, Club. Das also ist eine Diskothek oder sowas wie den Tiger in den Club. Wäre auch geil. Timo als Club und ich bin der Besitzer. Wäre auch gut. Also kriege ich dann so eine richtige Member-Card, wo ich dann... ja, das ist Sascha, da musst du dich eintragen. Wo ich auch ein bisschen günstiger in den Freizeitpark komme. Du musst dich eintragen. Geil. Das ist das, was ich den Leuten sage. Wer sich jetzt nicht einträgt, der ist komplett selber schuld. Irgendwann, es kommt der Tag und dann heißt es, fuck, hätte ich mal. www.tbbi, das ist ja mein Instagram-Nickname, also tbbi.club, das war's. Nicht de, nicht com, .club. Fertig. Darauf gehen, Name... E-Mail-Adresse, was macht man so? Rein das Bein, fertig. Kostet nichts. Und es wäre dumm, wenn man es nicht machen würde. Die Frage ist, wann? Jetzt würde man sagen, kriege ich bestimmt irgendwie, vielleicht auch erst in 5 Jahren, vielleicht auch morgen. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Aber irgendwann kommt der Tag. Und dann wird man sagen, scheiße, hätte ich mal. Und ich möchte jedem nur, ja, ich sag dir das. Die Leute. Da ist aber jetzt die. Ja, ich weiß, ich mache das auch bewusst. Das Messgerät ganz schön hochgehalten. So, ich mach das ganz bewusst so. Und wenn man das jetzt nicht macht, ist okay, da bin ich völlig fein mit. Muss ich weniger Geld ausgeben. So. Das macht ja Lust auf mehr. So, wenn natürlich einer mit so einer komischen Krypto-E-Mail-Adresse reingeht, der kann direkt wieder rausgehen. Sowas gibt es hier nicht bei mir. Gut, dass du sagst, unter frequence.club könnte ich einfach mal die Idee geklaut. Oh, warte mal, das war der falsche. Verdammt. Wir beruhigen uns jetzt. Ich wollte den hier machen. Nee, warte mal, ich habe das auf dem anderen Werbung Ende. Punkt. Das war der auf dem anderen. Ja, siehst du. Letztes Jahr. Direkt verdammt. Abgeschmiert. Schlecht, ja, das war nicht so gut. Also das war jetzt kein Friday Again Move, dass dein Pad hier... Nein, also Leute, geht auf frequence.com, ab 1.10. wird da... Scharf geschossen. Geht da der Grind, bestellt alles, was Sascha produziert, macht, hört, alles, was er wollt, macht, geht zu dem Mann. Und wenn ihr dann fertig seid und noch ein bisschen Kraft übrig habt, kommt dann zur TBBI Club. Genau. Meldet euch da an. Ist völlig entspannt. Es gibt auch keine Spammerei, ganz fest versprochen. Und wie gesagt, irgendwas wird dabei passieren. Und dann wird man sagen, ach fuck. Und das ist das. Die Latte lege ich hoch, aber das mache ich mit Absicht. Okay, ich bin gespannt. Okay, Leute, wisst ihr was, Leute? Erst einmal, Sascha, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe dich sehr lieb. Das war eine ganz tolle Folge. das ist nicht ironisch gemeint. Danke, gleichfalls. So, du bist einer der, du weißt viel zu viel Gutes, aber auch viel zu viel nicht so Gutes von mir. Und das ist auch gut so. So. Wollen wir uns zum Abschied noch so einen Honecker-Kuss geben? Du weißt so, 49% schwul, das muss doch reichen, oder nicht? Genau. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich bei, jetzt muss ich vielleicht reinfragen, ist egal, ich höre bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank dafür, dass ihr mir bei dieser Staffel wieder mal die Ohren steif gehalten habt, wie auch immer man es sagen möchte, keine Ahnung, dass ihr zugehört habt, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei den ganzen YouTubern, bei den Leuten. Wirklich, das hat wirklich Spaß gemacht, diese Aufnahmerei hier. Auch wenn das jetzt in meinem Kosmos gesehen sind, die Aufrufzahlen echt ganz entspannt für mich. Finde ich super, ganz aber toll. Real. Ja, das ist wirklich alles sauber, ne? Also es gibt da keine Klickgeschichten, keine Kauferei oder sowas. Warum auch? Ich meine, weil wer kauft sich irgendwie 100 Klicks oder was? Das macht man noch nicht. Also vielleicht irgendwann mal. Also, wie soll man sagen, ganz zum Anfang macht das vielleicht mal Sinn. Aber ich meine jetzt... ist auch egal. Also, jetzt, wenn man so ein Imperium hat, braucht man das nicht mehr. Ja, okay. Sagen wir mal Imperium. Auf jeden Fall, das ist alles gut gelaufen. Vielen Dank dafür. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Wie auch immer das weitergeht, das weiß ich nicht. Vielleicht sagt auch der TBB Club später, wie es weitergeht. Auch das könnte auch der Fall sein. Von daher, ich will nicht zu viel Werbung dafür machen. Deswegen, ich rap das jetzt hier einfach ganz sauber ab. Vielen Dank, Sascha, für dein Kommen wieder mal. Wir trinken jetzt noch ein Bier zusammen. No problem, bro. Oh ja, müssen wir gleich machen. Wir machen gleich ein schönes Foto damit. Und ihr liebe YouTuber, bitte gerne meinen Kanal reinfolgen und die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich gerne bei Spotify, iTunes und so weiter. Bitte folgen, dies, das. Sascha Beek Official auf Instagram. Packe ich in die Shownotes. TBBI in die Shownotes. Danke, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war 10 for 10. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war's, Sascha. Komm, weißt du, was wir machen? Wir geben den Leuten noch eine Minute. Ja. Einfach so aus Spaß.
Weil wir es können. Weil wir es können. Ja, weil viele jetzt bestimmt abgeschaltet haben und haben bestimmt gesagt, okay, jetzt ist zu Ende, machen wir Stopp. Aber die sehen das doch an dem Video. Ja, wenn einer jetzt auch sagt, da hat keinen Bock drauf. Außerdem, vielleicht ist das auch nur ein Audio-Exklusiv. Wollen wir das Audio-Exklusiv machen? Jo, dass einfach das Video aufhört, aber die Audio weitergeht. Genau. Dass auf Spotify auf einmal 3 Stunden laufen. Ja, aber 3 Stunden ist ein bisschen sehr viel. Wir machen noch eine schnelle Frage. Komm, das ist jetzt witzig. Das ist jetzt witzig. Warte mal, das ist null vorbereitet jetzt, Leute. Und ich werde auch jetzt gleich ganz exzessiv direkt aufhören danach. Wir machen eine Folge aus dem Englischen. Wollen wir es richtig cringe machen? Thank you erstmal for the people who are dran geblieben. Sascha. Yeah. It's a pleasure for me to meet you here. Thank you. Best regards. The question I have is, have you ever done something really dangerous? And if yes, maybe you jump out of a plane? Or did you have ever made a something really strange thing to get the best content you did? Gott, ist das furchtbar. Also, hast du mal irgendwas ganz Gefährliches gemacht, wo du echt mit auf dem letzten, so kurz vor... Kann auch. No, I didn't. I did I recognize there. I've never. Okay. Mach Musik wieder great again. Let me start from here. Komm, wir werden nochmal richtig albern jetzt. The dangerous thing I've done is to wear this red cap on my head. Yeah. And then someone shoot me in the ear. Oh, oh. Das ist schon wieder. And I said, thank you for my earring. Mm-hmm. Yeah, you know what I'm saying. Ja. Also nein, bist du ein ganz safer Bruder? Ja, zählt da so S-Bahn-Surfen und sowas dazu? Ja. Ich habe mal von... Hast du was gemacht? Nein. Nein, ich habe mal von Stromzaun gepinkelt. Oh, und? Das hat ordentlich gezimmert. Hat ordentlich gezwiebelt. Das erklärt einiges, sag ich jetzt mal. Aber das war auch nicht gefährlich. Okay, ja, stark. Okay, sowas... Aber ja gut, man hat ja schon mal gegen so einen Zaun gepieselt, ja. So richtig hardcore gefährlich jetzt nicht. Also Bungee-Jumping habe ich mal gemacht, aber... Hast du gemacht? Ja. Und wie war das so? Ist krass, ne? In Köln habe ich das mal gemacht. Mhm. Wenn da so der Boden dir entgegengeflatscht kommt und du denkst, okay, das war's jetzt, nicht so schön. Nee, ne? Nee. Und wenn du dann noch hier manchmal so Videos siehst, wie die Dinge einfach abreißen, ist nicht so geil. Nee. Nee. Aber, nee, sonst immer schön aufgepasst. Ja. Okay. Gut. Und du? Eigentlich auch, ja. Ich erinnere mich halt an diese Mofa-Geschichte, die war wirklich nur relativ krass so. Mein Cousin hat, also wie du merkst, mein Cousin und ich haben viel Mist gebaut. Wir haben, mein Onkel hatte früher einen Gabelstapler bei sich auf dem Hof, einfach so, auf dem Acker und so. Und dann hat er mich hochgefahren auf die Gabel auf fast 10 Meter und hat dann das Ding geschüttelt. Und da war das hier oben auf dem Ding fest, ne? Kam mir nicht runter, weil das waren die blanken Balken. Und wenn ich da runtergefallen wäre, wäre die bestimmt nicht so gut ausgegangen. Aber da habe ich ja nämlich nicht selber reingebracht, wenn du so willst, ne? Boah, schwer. Also, ich habe mal früher, ich weiß auch nicht, wie alt ich da war, habe ich mit einem Kumpel, hat der ein Poster aus der Bravo hochgehalten und ich sollte mit einem Dartpfeil da drauf werfen. Ja. Das Ding hat er nach einem Bauch hängen gehabt. Nein. Ja, ja. Oh, weia. Aber da war genug Bauchfleisch. Hat er gar nicht gemerkt. Nee, hat kurz gepiest. Lieber erstmal 2 Stunden mit so einem Ding am Bauch rum. Was ist denn das hier? Da gibt's ja mittlerweile ganz andere Videos, wo du das Ding auf einmal im Kopf hängst. Ja, ja, sag ich dir. Dann lieber Bungee Jumping. Ja. Ja. Okay. Komisches Bonusmaterial hier. Lass uns doch was singen, ist doch viel geiler. Was denn? I want it that way. Tell me why. I'm nothing but a way. Okay, du bist nicht textsicher. Nee, bin ich auch nicht. Boah, so schade, ne? Das ist so ein schönes Lied. Welches? Ja, hier von Gigi Agostino. Ja, ja. Ist jetzt Sylt verseucht. Ja, wirklich. Leider. Vor allen Dingen, egal wo du singst, egal wann, die Leute würden es, selbst wenn sie es nicht, also selbst ironisch fangen die das ja schon an, so zu singen. Aber es war ja danach auf, ich weiß nicht, irgendwo wieder auf Platz 1, weil es gerade die Leute extra gespielt haben. Ja, ja, stimmt. Naja. So ist das halt, Leute. Das ist Bonusmaterial, Leute. Also beschwert euch jetzt hier nicht. Welchen Witz ich noch ganz gut fand. Ach, jetzt kommst du fällt er mir jetzt ein. Kommst du mit einem Witz um die Ecke, oder was? Kommt eine Frau, mit ihrem Sohn auf dem Arm in den Bus. Ja. Sagt der Busfahrer, boah, ist das denn ein hässliches Mädchen? Die Frau setzt sich total entsetzt hinten hin und sagt, boah, der Busfahrer, der hat gerade hier meine Tochter beleidigt. Sitzt sein Mann daneben, sagt er, boah,
Da würde ich mich nicht gefallen lassen. Geben Sie mir mal den Affen, dann können Sie ohne Beschwerden gehen. Okay. Yeah. Nochmal ein bisschen Shaming hinten raus. That's right. Sascha, alles dabei gehabt heute. Und du weißt ja auch, warum bei Ikea. Jetzt Festival, ne? Oder was? Jetzt kommt was soll denn das jetzt, hier? Warte. Mein Gast empfiehlt. Du ja. Weißt ja, warum bei Ikea die Pfeile sich durch das ganze Haus leiten, oder? Was? Achso, jetzt kommt. Du hast. Ja, jetzt die Pfeile weisen dir den Weg. Doch, Leute, jetzt sag ich, jetzt sag ich euch was. Sag's. Jetzt sag ich euch was. Sascha, ihr habt mir den Witz vor einer Woche schon erzählt. Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Aber er hat mir gesagt, das ist ein. Einweghaus. Ein Einweghaus, hat er gesagt. Und er meinte eigentlich ein. Ein Richtungshaus. Aber ich finde, das hat es viel lustiger gemacht. Ja. Ein Einweghaus von Ikea, passt ein auch. Einweghaus, ja, ja. Schmeißt einfach weg. Einfach wegschmeißen. Baust so einen riesen Laden in Bielefeld hin und baust den wieder ab. Das ist der Spirit. Okay. Meinst du, die Leute freuen sich jetzt über das Bonusmaterial? Ich weiß es nicht. Ich dachte erst so, dass wir, also die beiden Themen waren etwas so halb ernst. Ein bisschen zu ernst für Bonus eigentlich. Ja. Ja, aber dann wiederum dachte ich mir, das ist ja nun mal die Frage. Wenn ich dich nach was Gefährlichem frage, dann ist das nun mal eine ernste Frage. Hast du irgendwelche verborgenen Talente, lustige Talente, von denen keiner weiß? Ich kann so sprechen. Wieso will ich so sprechen? Du musst ein bisschen weiter wegsprechen. So kann ich halt manchmal sprechen, das ist ein bisschen komisch, aber bringt immer da mal ein bisschen Spaß. Und ich kann Minderbuttja-Sprache. Das kann auch nur ganz, ganz wenige Menschen, logischerweise. Ja, deine Schwester, ne? Meine Schwester, Torben, so. Kann auch ein paar aus Minden noch, logischerweise, das ist die gute alte Minder, eine Mischung aus Minderplatt, ein bisschen was vom, darf man das noch sagen, Zigeuner, keine Ahnung, wenn nicht, dann ist das natürlich nicht korrekt. Schaschliksoße. So, ein bisschen aus dieser Richtung kommt das und ein bisschen, ich glaube von den Zirkusleuten, ich weiß es nicht, ich will das jetzt nicht falsch sagen. Auf jeden Fall, da kommt diese Sprache her und das mit der B-Sprache vermischt, klebingt da bis so B, bei bisschen, bei Bier ist ich Rabika so B, Schubika. Mit dem Phobien hier. Ja, klar. Ja. Und, sehe ich ebenso. Ja. Das können halt nicht alle. So, was ist dein Talent? Kannst du mit der einen Nase pfeifen? Kann ich auch, wenn die Nase zu ist, ja. Ich kann mit der Nase flöten. Mhm. Also, wenn ich da eine Flöte drin habe. Ich kann machen, dass die Luft stinkt. Genau. Und ich kann auch machen, dass dieser Podcast aufhört. So, Freunde. Na? Danke, dass ihr dran geblieben seid. Ja. Ihr 2,5 Leute. Ja, das war nochmal 5 Minuten Bonusmaterial. Also, Svenja, danke fürs Zuhören. Ja, genau. treue HörerInnen von der ersten Stunde. Ja, also Leute, Kuss, bis bald. Ciao. Tschüss.